The conference is the annual highlight to tear down barriers. I think this room, more than any room, understands the demographics of disability. It's big. To make the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities a reality in every region of every nation on the globe. Hiring people with a disability is an idea whose time has come. Menschen mit Behinderung zu beschäftigen hat eine tolle Auswirkung. Es ist nicht ein soziales Projekt, sondern es hat eine wirtschaftliche Kraft. In unseren bisherigen Unternehmensdialogen konnten wir an die 120 Best-Practice-Beispiele präsentieren und somit ein dichtes Netzwerk an interessierten Unternehmen knüpfen. Ich würde jedem empfehlen, um diese Chance, die wirklich vor uns liegt, dieses Potenzial zu nutzen. Ja, das Wichtigste ist, barrierefrei denken sozusagen, also auch für einen Unternehmer selber, nicht? Menschen mit Behinderungen finden neue kreative Lösungswege für ihre Herausforderungen. Und gerade das Potenzial können Unternehmen nutzen. Menschen mit Behinderung haben ganz viele Begabungen, die ihnen einfach von vornherein nicht zugetraut werden. Dass zum Beispiel der Blinde auf seiner Braillezeile im Excel wesentlich schneller ist als jeder Sehende. Ich wünsche mir, dass die Unternehmen die Barrieren im Kopf abbauen. Du darfst nicht zu viel im Kopf denken, was könnte es sein. Das sind ganz normale Mitarbeiter mit allen Vor- und Nachteilen. Sie können genau gleich viel leisten, nur anders. Es macht volkswirtschaftlich Sinn, weil es 14 Mal günstiger ist, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Es macht betriebswirtschaftlich Sinn, weil 15% der Bevölkerung eine Behinderung haben und auf dieses Potenzial kann ein Unternehmen nicht verzichten. Es macht personalwirtschaftlich Sinn, weil es mit dem Unternehmen etwas macht. Es verändert viele Unternehmen zum Positiven. Nicht nur die Post bringt alles, sondern Inklusion bringt allen was. Wenn es auch nur kleine Schritte sind, bewegt etwas, verändert etwas und löst hoffentlich ein Schneeballsystem aus. There is no reason why Austria couldn't embrace this and become the world's center from which all the world will come to see how to make this happen. Wow, ich muss den Schlusssatz nochmal aufgreifen. Österreich als Vorreiter, als ein Land, von dem sich alle anderen Länder was abschauen und von uns sich abschauen, wie wir Inklusion leben und möglich machen. Ich finde, das war ein richtig bewegender Film, ein bewegender Satz am Ende. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie ganz, ganz, ganz herzlich willkommen zu den Zero Project Unternehmensdialogen in St. Pölten. Ich freue mich ganz besonders, dass ich Sie durch diesen Nachmittag, durch diese Veranstaltung begleiten darf. Ich begrüße alle, die hier vor Ort live dabei sind, aber natürlich auch alle, die zu Hause zuschauen und zugeschaltet sind. Wo muss ich hinschauen? Ich hoffe, Sie haben es sich richtig gemütlich gemacht vor Ihren Bildschirmen und können mich auch gut hören vor allem. Ist jetzt schwierig zu sagen, genau. Ich darf mich kurz bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Silvia Schreiber. Ich bin quasi in der Nachbarschaft beim ORF Niederösterreich Moderatorin und Reporterin. Wenn Sie jetzt zu Hause vielleicht das Gefühl haben, der Computer kracht, das könnte an meinem Dialekt liegen. Ich komme aus dem Tiroler Oberland und ich versuche mich immer zu bemühen, aber wenn ich mich in einer Runde so wohl fühle, dann kippe ich leider oft ein bisschen hinein in meinen Dialekt. Sollten Sie mir irgendwann gar nicht mehr verstehen, dann können wir vielleicht Untertitel einblenden oder so. Ich glaube, heute geht einiges. Aber auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass ich Sie durch diese Veranstaltung begleiten darf. Warum sind wir heute hier? Worum geht es überhaupt bei diesen Unternehmensdialogen? 15% aller Österreicherinnen und Österreicher leben mit einer Behinderung. Das sind mehr als 1 Million Menschen in unserem Land. Und viele, um nicht zu sagen die meisten von ihnen, haben keine Beschäftigung. Die Zero Project Unternehmensdialoge, die sind im Jahr 2017 von der Essel Foundation ins Leben gerufen worden. Und sie möchten Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, vieles zeigen. Wie können Menschen mit Behinderung erfolgreich eingestellt und bei Ihnen in Ihrem Betrieb integriert werden?
Es gibt hier bei uns die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen, sich zu vernetzen mit jenen, die diesen Weg schon vorausgegangen sind und die sehen, dass die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein Gewinn auf allen Ebenen für ihr Unternehmen ist. Und es soll Ihnen auch ein bisschen eine Orientierung geben. In welchen Bereichen können vielleicht auch Sie Vorurteile abbauen und umdenken, um künftig Menschen mit Behinderungen bei Ihnen einzustellen? Wir haben einige spannende Diskussionen für Sie vorbereitet und vor allem auch einen sehr sympathischen, sehr erfolgreichen und absolut prädestinierten Keynote-Speaker eingeladen, auf den ich mich sehr freue. Er wird uns später erzählen, welche Verbindungen es zwischen dem Spitzensport und Spitzenunternehmen gibt. Ich freue mich auf Paraschwimmer Andreas Honea. Außerdem werden wir Ihnen in Best-Practice-Beispielen zeigen, das sind Unternehmen hier, die sind hier vertreten und die werden uns erzählen, wie sie Menschen mit Behinderung bei Ihnen im Unternehmen anstellen, wie sie sie in die Firma einbinden und wie sie davon profitieren. Aber beginnen wollen wir mit den Begrüßungsworten unseres Landesrates, der für den Arbeitsmarkt zuständig ist, Martin Eichtinger, auch zuständig für die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderung. Sie sind heute in Vertretung unserer Frau Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hier und Sie haben gemeinsam mit ihr die Schirmherrschaft über diese Veranstaltung. Dafür ein herzliches Dankeschön und ich darf Sie jetzt um Ihre Grußworte bitten. Ja, sehr geehrte Frau Schreiber, sehr geehrter Herr Essel, sehr geehrter Herr Honea, sehr geehrter Herr Präsident Salzer, geschätzte Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertreter unserer heutigen Projektteilnehmer der Unternehmen Stark, Sonnentor, Pipa und Markas, meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Diskutantinnen und Diskutanten, ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute hier stellvertretend für unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei dieser Kooperationsveranstaltung Zero Project Unternehmensdialoge des Landes Niederösterreich gemeinsam mit der MAG Menschen und Arbeit GmbH und der Essel Foundation Sie hier ganz herzlich in der Niederösterreichischen Landesbibliothek begrüßen darf. Als Landesrat, der für den Arbeitsmarkt zuständig ist, aber eben auch für die Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt, freue ich mich sehr, dass wir uns heute intensiv mit diesem Thema befassen werden. In Niederösterreich leben rund 23.000 Menschen mit einem anerkannten Behinderungsgrad von mehr als 50%. Jobsuchende Menschen mit Behinderung haben es gerade durch die Corona-Pandemie besonders schwer gehabt, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Mit Stand Ende Februar sind insgesamt 14.339 arbeitslose Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen gemeldet. Davon sind 2.676 Menschen mit einer anerkannten Behinderung. Erfreulich ist aber, dass wir aufgrund der intensiven Bemühungen des Landes Niederösterreich, der Sozialpartner, des AMS Niederösterreich, aber auch des SMS, auch bei den Menschen mit Behinderung die Arbeitslosigkeit senken konnten. Ende Februar lag sie um 602 Personen oder minus 18,4% niedriger als im Vorjahresmonat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die heutige Veranstaltung, die unter dem Motto steht, Fachkräfte mit besonderen Stärken, neue Wege im Recruiting und der Personalentwicklung, verfolgt zwei große Ziele. Zum einen wollen wir den Fokus auf das Arbeitskräftepotenzial der Menschen mit Behinderung richten, das ein Potenzial, das sicher bisher viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und zum anderen wollen wir aufzeigen, welche Perspektiven und welche Chancen es auch für Menschen mit Behinderung in einer gemeinsamen Zusammenarbeit gibt. Der wertvollste Austausch ist, glaube ich, der direkte Austausch und das heutige Forum hier gibt die Möglichkeit genau für einen so direkten Austausch, nämlich sowohl von Unternehmern, die hier zu Wort kommen und die Menschen mit Behinderung beschäftigen, als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir kennenlernen können. Und wir als Land Niederösterreich und als Menschen und Arbeit GmbH können heute einen Überblick geben über die Angebote, Förderungen, die wir seitens des Landes hier zur Verfügung stellen können. Ich möchte mich schon jetzt ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken für das Engagement und die Bereitschaft, dieses so wichtige Thema mitzutragen.
Ich bin persönlich sehr davon überzeugt, dass Menschen mit Behinderung, und ich durfte im Laufe meiner Karriere mit vielen zusammenarbeiten, ein besonderes Potenzial, eine besondere Fähigkeit und besondere Talente haben. Und dass sie für viele Betriebe eine ganz große Bereicherung darstellen können. Ich habe auch in meiner jetzigen Tätigkeit viele persönliche Erfahrungen machen dürfen von einzelnen Personen. Vielleicht eine kleine Anekdote nur eines Menschen mit Behinderung, eines jungen Mannes, der eine große Begeisterung für Modelleisenbahnen entwickelt hat und den wir in hervorragender Weise zusammenbringen konnten mit dem Modelleisenbahnmuseum in Schiltern und der jetzt dort wirklich Furore macht. Ein wunderschönes Beispiel dafür. Wir haben in der Mensch und Arbeit GmbH die Möglichkeit, Betriebe zu unterstützen, und wir haben in unserem Projekt Null Handicap seit 2020 über 250 Menschen mit Behinderung vermittelt. Was uns besonders freut, ist, wir haben in der Mensch und Arbeit GmbH eine ganze Reihe von Beschäftigungsprojekten, wo wir Arbeitskräfteüberlassungen durchführen. Und dann ist immer die Frage, wie viele Personen werden am Ende wirklich übernommen. Und uns freut besonders, dass hier bei den Programmen von Null Handicap wir mit 80% die höchste Übernahmequote von allen unseren Arbeitskräfteüberlassungsprojekten haben. Für das Jahr 2022 stellt das Land Niederösterreich gemeinsam mit dem AMS Niederösterreich, begrüße auch die stellvertretende Leiterin Sandra Kern, und dem Sozialministeriumsservice über die Menschen und Arbeit GmbH wieder knapp 140 Plätze zur Verfügung. Insgesamt sind das 2,5 Millionen Euro, die hier investiert werden. Unser Ziel ist es, dass wir Menschen mit Behinderung hier eine Möglichkeit beim Zugang zur Arbeit und Beschäftigung möglichst zielgenau schaffen und sie dabei unterstützen. Ich darf Ihnen heute für diese Veranstaltung alles, alles Gute wünschen. Ich freue mich, dass Sie hier die Chance haben, sich zu informieren und auszutauschen, denn wir alle haben Potenziale und es liegt an uns, diese bei allen zu erkunden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und gute Erkenntnisse. Ich möchte noch abschließen mit einem großen Dankeschön, sowohl an die Mitarbeiter und das Team der Menschen und Arbeit GmbH unter der Führung von Martin Ettlinger, an das AMS Niederösterreich, bitte auch dem Herrn Geschäftsführer, den herzlichen Dank zu übermitteln, den anwesenden Sozialpartnern, Präsident der Industriellen Vereinigung, aber auch dem Sozialministerium Service für die exzellente Zusammenarbeit, und freue mich auf einen sehr, sehr regen Austausch. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Landesrat Eichtinger, für Ihre Grußworte und auch für die Ermutigung. Betriebe sollen sensibilisiert werden. Sie sollen hingeführt werden, um allen Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung, einen Zugang zur Arbeitswelt und damit zu einem selbstbestimmten Leben zu ermöglichen. Ich möchte Sie zu Hause gerne einladen und auch Sie hier im Saal, die hier vor Ort live dabei sind, Fragen zu stellen. Es gibt hier ein spezielles Tool, das wir vorbereitet haben, mit einem QR-Code, den Sie ganz einfach mit Ihrem Smartphone abfotografieren können. Das funktioniert zu Hause wunderbar, aber auch hier, ich habe es vorhin getestet und ich kenne mich nicht gut aus. Also wenn ich das schaffe, dann schafft es, glaube ich, jeder. Und da öffnet sich dann eine App, die nennt sich Slido, und über die können Sie gerne jederzeit Fragen stellen. Ich bekomme die dann da auf mein Tablet und kann die dann sehr gerne in die Diskussionen einbinden. Wenn Sie eine Frage an eine spezielle Person haben, dann am besten einfach dazu schreiben und dann weiß ich, an wen ich sie richten darf. Also zögern Sie bitte nicht. Er hat sich einer Welt ohne Barrieren verschrieben. Ich freue mich jetzt auf den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Baumax-Gruppe, den Gründer der Essel-Stiftung, den Erfinder von Zero Project. Bitte kommen Sie zu mir, Martin Essel. Ganz herzlich willkommen. Herzlichen Dank, liebe Frau Schreiber. Vielen herzlichen Dank für die tolle Moderation, die Sie heute bei dem Unternehmensdialog vornehmen. Herr Landesrat, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich riesig, heute wiederum im Heimatland Niederösterreich einen Unternehmensdialog nach 7 Jahren abhalten zu dürfen. Es ist schon lange her, denn eine der ersten Unternehmensdialoge haben wir noch drüben im Landhaus selbst vorgenommen und haben sehr, sehr viel gelernt. Zwischenzeitlich haben wir nahezu 50 Veranstaltungen
in ganz Österreich durchgeführt, mit dem Ziel, Menschen mit Behinderung viel stärker in den Arbeitsmarkt führen zu dürfen und unsere Erfahrungen, die wir gehabt haben, entsprechend weiterzugeben. Mein Name ist Martin Essel. Ich habe eine über 30-jährige Erfahrung als Unternehmer und wir haben Menschen mit Behinderung ganz systemisch in unser Unternehmen integriert. Wir haben insgesamt in 9 Ländern 11.000 Mitarbeiter beschäftigt. 265 davon waren Menschen mit einer Behinderung oder mit unterschiedlichen Behinderungen. Und begonnen hat das Ganze natürlich sehr klein, aber wie wir erkannt haben, dass es eigentlich gar nicht darum geht, ob ein Mensch eine Behinderung hat oder nicht, so what? 87% der Menschen, die eine Behinderung haben, haben diese Behinderung gar nicht einmal von Geburt wegen bekommen, sondern im Laufe des Lebens und das kann Sie und mich morgen erwischen oder sogar heute schon. Und dann ist die große Frage, wie geht man in der Gesellschaft eigentlich mit dieser Situation um? Und ich habe eigentlich einen sehr großen Groll verspürt, wie ich vor über 12 Jahren mit meiner Frau gemeinsam und mit unseren 4 Kindern, und eine davon auch vollamtlich bei Zero Project arbeitet, das ist unsere liebe Isabella, und einen Groll verspürt, weil es nicht selbstverständlich in der Gesellschaft ist, und zwar nicht nur in Österreich, sondern weltweit, dass es einen freien Zugang zur Bildung gibt, dass es einen freien Zugang zur Beschäftigung gibt, dass die Gesellschaft wirklich barrierefrei ausgerichtet ist, dass wir Kunst auch barrierefrei vermitteln können und inklusiv, dass jeder auch die Segnung in der Kunst konsumieren kann, aber auch das selbstbestimmte Leben und die politische Teilhabe nicht selbstverständlich sind, auch in Österreich nicht. Und da müssen wir etwas dagegen tun. Und so haben wir vor über 12 Jahren Zero Project entwickelt. Das ist ein Innovationsnetzwerk, das aus unglaublich vielen Expertinnen und Organisationen, Experten und Expertinnen mit und ohne Behinderung, besteht aus 180 Ländern, 9.000 Experten. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und die machen nichts anderes, als dass sie uns jedes Jahr verwöhnen mit neuen Entwicklungen, mit Innovationen. Also wir sind sogenannte Scouts, wenn Sie so wollen, die nur daran interessiert sind, wie kann man neue Entwicklungen, die wirklich funktionieren, ausfindig machen aus der ganzen Welt. Und wir veranstalten jedes Jahr in der UNO-City unsere Jahreskonferenz zu einem speziellen Thema. Dieses Jahr war es, findet immer im Februar statt, das Thema Barrierefreiheit, und da hat es sehr, sehr viele IT-Solutions gegeben, also technologische Lösungen, wie man Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen auch wirklich in die Gesellschaft viel besser integrieren kann. Und das kommt wirklich jedem von uns zugute. Und die Erfahrung, die ich gesammeln durfte in der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, war, wenn sie nicht auf die Behinderung achten, sondern auf die Talente eines Menschen. Und da den FIT, so wie der Herr Landesrat heute ein wunderbares Beispiel genannt hat, den FIT diesbezüglich schaffen, dann ist das eine echte Win-Win-Situation für jeden, für das Unternehmen, für das ganze Team. Das Team wird viel lockerer. Es haltet viel besser zusammen, weil es ja darum geht, auch Schwächen, die eine Person hat, gegen Stärken einer anderen Person wieder auszugleichen. Also der Zusammenhalt ist dann um vieles, vieles besser und leichter, bis hin zum Unternehmen und bis hin zur Gesellschaft. Das heißt, es gibt keine Verlierer, wenn man das auch tatsächlich macht. Und genau das wollen wir heute mit Ihnen besprechen. Und deswegen haben wir alle Stakeholder dabei. Wir haben Unternehmer dabei und Unternehmerinnen und Managerinnen und Manager, die Erfahrungen damit gesammelt haben, die sie Ihnen heute weitergeben. Wir haben Organisationen, die Ihnen sagen, welche Förderungen, welche Möglichkeiten es gibt, dass sie entsprechend unterstützt werden. Sie sind nicht alleine. Und aus diesem Grunde würde es mich so freuen, wenn Sie sich wirklich auf die Reise machen und wenn Sie schon Menschen mit Behinderung beschäftigen und
Sie werden ja als Unternehmerin oder Unternehmer haben Sie gar keine andere Chance, weil plötzlich passiert ja auch, dass ein Mitarbeiter, der keine Behinderung gehabt hat, plötzlich eine Behinderung hat und spätestens dann müssen Sie sich die Frage stellen, was machen wir denn miteinander? Und wie können wir auch diese neue Herausforderung meistern? Und da braucht es eine entsprechende Flexibilität. Aber wenn das Unternehmen darauf eingerichtet ist, dann funktioniert das alles sehr gut. Und es würde mich wirklich freuen, wenn von heute durch diese Veranstaltung so eine kleine Aufbruchstimmung in Niederösterreich passiert, dass wir wirklich in Zukunft deutlich mehr Menschen mit Behinderung beschäftigen werden. Herzlichen Dank, ein gutes Gelingen und ich freue mich sehr auf eine große Gesprächskultur, die dann danach einsetzen wird und vor allem auf die Keynote dann von einem lieben persönlichen Freund, den Andreas Unea. Aber das werden Sie dann vornehmen. Danke vielmals. Vielen Dank, Martin Essel. Ja, gut angeteased, würde ich sagen. Ein schwerer Autounfall hat sein Leben komplett verändert. Wir haben es gerade gehört, das kann passieren von einem Tag auf den anderen, von einer Minute auf die andere. Bei diesem Autounfall ist ihm der linke Arm abgetrennt worden. Damals war er noch ein Kind. Heute ist Andreas Unea Österreichs erfolgreichster Paraschwimmer, mehrfacher Medaillengewinner bei Welt- und Europameisterschaften und bei den Paralympics in Rio 2016. Und neben dem Schwimmen ist Andreas auch ein Moderator, Kollege, Moderationskollege beim ORF und als Eventmoderator und Speaker unterwegs, heute auch hier bei uns. Ich freue mich wirklich sehr. Bitte Andreas, komm heraus und lass uns an deinen inspirierenden Gedanken teilhaben. Danke, Silvia. Herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Und ich möchte anfangen und den gleichen Beispiel geben. Der Martin hat eben vorher gemeint, es kann jeden treffen und es kann schnell passieren. Genauso war es auch bei mir. Meine Familie war auf dem Weg von Heimaturlaub in Rumänien wieder zurück nach Österreich. Und 10 Kilometer nach der rumänisch-ungarischen Grenze hat es angefangen, ganz, ganz stark zu regnen. Und plötzlich war der Unfall da und plötzlich war die Tragödie komplett. Und ein Kind bleibt mit einer Behinderung zurück. Mein Großvater ist verstorben, meine Eltern schwer verletzt. Niemand weiß, wie es weitergeht. Keiner hat eine Ahnung, wie alles funktionieren soll. Und doch möchte ich Ihnen heute bezeugen und zeigen, dass es auch dann weitergehen kann. Aber wir als Gesellschaft müssen vorbereitet sein und müssen Maßnahmen setzen, um diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das Beispiel, das ich Ihnen nennen wollte, war nicht mein Unfall, sondern eines meines Schwimmerkollegens, das ich in der Rehabilitation in Klosterneuburg kennenlernen durfte. Der junge Mann ist neben mir geschwommen, als ich als 6-Jähriger, 7-Jähriger mit einem Arm das Schwimmen gelernt habe. Und ich wusste, dass er einen Job bei Baumax hat. Und ich wusste, dass er dort beschäftigt ist und trotz seiner schweren Mobilitätseinschränkung einen so tollen Job hat, dass er uns dauernd großartig von Baumax geschwärmt hat und in der Buchhaltung da tätig war. Und das hat mich als Kind wahnsinnig bewegt, aber auch bestärkt im Wissen, okay, ich habe jetzt zwar eine Behinderung, aber das ist kein Problem, weil anscheinend gibt es Unternehmen, die auch Menschen mit Behinderung anstellen und dass man dort aufgehen kann und seine Träume und Ziele verwirklichen kann. In der Einladung haben Sie vielleicht gelesen, dass ich darüber referieren werde und kurz erzählen werde, was denn Spitzenunternehmer und Unternehmerinnen von Spitzensportlerinnen und Sportler lernen können oder was sie gemeinsam haben. Und da möchte ich auch ansetzen mit dem, was ich damals als kleines Kind gemerkt habe. Es geht, wenn man sich ein Ziel setzt, wenn man eine Vision hat und wenn man einen Traum hat. Wenn man weiß, dass man etwas erreichen möchte. Das war das, was ich erlebt habe in der Rehabilitation. Habe ich Menschen gesehen, die Unfälle hatten, die schwere Behinderungen hatten, die aber trotzdem an etwas festgehalten haben, die aber trotzdem weitergemacht haben. Ich habe gesehen, dass man ein lebenswertes Leben haben kann, aber auch schnell die ersten Hürden mitbekommen. Ich war dann nach meinem Unfall noch im Kindergarten und hatte einen Kollegen, der natürlich gemerkt hat, dass ich jetzt einmal längere Zeit nicht mehr da war und dann komme ich zurück und bin plötzlich einarmig. Und Kinder sind natürlich brutal ehrlich und das ist auch gut so. Und er hat halt zu mir gesagt, ja, du kannst jetzt nicht mehr mit mir kämpfen. Anscheinend haben wir uns vorher öfter geprügelt. Keine Sorge, ich möchte jetzt nicht irgendwie Gewalt verherrlichen. Aber für mich war es plötzlich so, dass ich damit konfrontiert war, dass mir jemand sagt, du kannst etwas nicht. Und was vielleicht noch schlimmer war für mich als Kind, das das daheim nie gehört hat, du kannst etwas nicht mehr. Aber ich war plötzlich vor dieser Situation und ich musste eine Lösung finden. Und das war ganz wichtig für mich als Kind und später dann auch für meinen sportlichen Weg. Und den kennen Sie vielleicht auch aus Ihrem unternehmerischen Weg, dass man Lösungen finden muss auf Situationen, auf die man nicht vorbereitet war und die man sich auch nicht gewünscht hat.
Wie finde ich jetzt eine Lösung? Ich habe mir angeschaut, dass der junge Kollege zwei Arme, zwei Beine hatte und ich nur noch einen Arm, aber dafür meine zwei Beine. Ich musste also anfangen, out of the box zu denken. Sie haben das ganz sicher gehört in ganz vielen Führungsworkshops und in allen möglichen Leadership-Trainings. Aber jetzt möchte ich Ihnen das praktisch zeigen. Out of the box denken in dem Moment hieß, in einer Situation, wo ich vermeintlich schwächer war, wo ich eigentlich auf dem Weg zur Niederlage war, trotzdem zu gewinnen. Und ich musste verstehen, dass ich das, was ich habe, sinnvoller, besser und effektiver einsetze, setzen muss, um mein Ziel zu erreichen. Ich habe meinen Fuß hinter seinen Fuß getan und ihn mit dem einen Arm, den ich habe, drüber geworfen. Und als er am Boden gefallen ist, hat er verstanden, Andi kann sehr wohl. Und ich habe auch verstanden, ja, ich kann das und habe gehofft, dass ich ihn nicht verletzt habe und auch den Kasten, den er mitgenommen hat, dass ich deswegen keinen Ärger bekomme. Wie gesagt, keinerlei Gewalt, Verherrlichung oder sowas. Aber für mich so wichtig, das früh in meiner jungen Menschenkarriere mit Behinderung, aber auch in meiner Sportlerkarriere zu verstehen. Warum? Denn im Sport ist es eben nicht nur wichtig, dass man sich Ziele setzt und Visionen hat und Träume hat. Und warum ist es so wichtig, diese zu haben? Weil man sonst gar nicht den Weg startet. Wenn man sich nicht einen Traum vornimmt, eine Vision hat, was man denn schaffen möchte, bleibt man auf der Stelle. Man sagt auch, dass jede Bewegung, jeder Effort, den man einsetzt in einem Segelboot, wo das Segel nicht richtig eingestellt ist, verschwendet ist, weil man seinem Ziel nicht näher kommt. Egal, wie stark man arbeitet und wie stark man es versucht, sich diesem Ziel zu nähern, wenn man nicht weiß, wohin man fährt. Jung in meiner Schwimmerkarriere ist bei mir der Traum aufgekommen, ich möchte bei den Paralympics nicht nur dabei sein, sondern ich möchte eine Medaille gewinnen. Ich war 2008 in Peking zufällig qualifiziert für die Paralympics und war dann 3 Wochen in China, bin an einem Tag geschwommen, gleich ins Finale gekommen und war dann bei meinen ersten Paralympics als 6. mit österreichischem Rekord relativ zufrieden mit meiner Performance. Aber plötzlich ist dieser Gedanke bei mir aufgekommen, was ist, wenn ich auch am Podium stehe und nicht nur einfach nur dabei bin? Und eigentlich hätte man damals sagen müssen, junger Mann, das ist komplett unrealistisch. Und vielleicht kennen Sie das aus Ihren Unternehmen, dass Sie sich Ziele setzen und alle sagen, das ist unmöglich. Ja? Und wahrscheinlich hätte man bei Baumax am Anfang auch gesagt, wie soll aus diesem Familienunternehmen ein großer Konzern werden mit 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ganz Europa. Und doch hat es funktioniert und man hat es geschafft, so viele Menschen zu beschäftigen. Das heißt, unrealistische Ziele, die vielleicht am Anfang so wirken, wenn man dort stehen bleibt und nicht den Schritt setzt, dann schafft man es nicht. Dann stimmt es, dass sie unrealistisch sind. Und damals hätte man sagen müssen, junger Mann, in einer Sportart, in der sich in Österreich niemand fürs Schwimmen interessiert und erst recht niemand fürs Paraschwimmen, wo es kein Know-how gibt, wo es keine Möglichkeiten zur Finanzierung gibt, wo es keine Infrastruktur gibt, wie willst du eine Medaille gewinnen bei den Paralympics? Aber ich habe mir dieses Ziel gesetzt und ich wollte das unbedingt erreichen. Und das hat dazu geführt, und das Nächste, das man lernen kann aus dem Spitzensport, dass man Lösungen findet. Dass man dann, wenn man fast ins Eck getrieben ist und darauf angewiesen ist, dass man es schafft, dass man es da wirklich auch hinbekommt. Ich habe dann Trainer gefunden, ich habe Sponsoren gefunden, ich habe eine Medienarbeit aufgebaut, die mir geholfen hat, dass ich meinen gesamten Apparat finanzieren konnte, dass ich ein Team aufbauen konnte mit verschiedensten Talenten, die alle dazu beitragen, damit ich mein Ziel erreichen kann und dann bei den Paralympics in London hoffentlich am Podium stehe. Ich war super in Form, ich habe alles gegeben. Ich habe die Wochen vor den Paralympics in London bei den Staatsmeisterschaften der Nichtbehinderten das B-Finale gewonnen. Das heißt, ich war 9. schnellster Österreicher bei den Nichtbehinderten mit 2 Armen. Im A-Finale ist einer disqualifiziert worden und einer war langsamer als ich. Das heißt, ich war 7. der Herzen und wusste, ich bin in Form und fahre jetzt nach London und hole mir meine Medaille ab. Und bin nach London gefahren. Und was lernt man oft im Sport? Und sicher auch in Ihren Unternehmen, dass Sie nicht gerne erleben, Niederlagen. Ich habe angeschlagen beim Rennen meines Lebens, eine super Zeit, aber es hatten 3 Leute was dagegen, dass ich am Podium stehe und war 4. Im Sport habe ich gelernt, mit Niederlagen umzugehen. Dass man in dem Moment, wo man um 26 Hundertstel die Bronzemedaille verpasst, nicht aufgibt, dass man trotzdem weiß, dass man einen Traum hat, dass man eine Vision hat, dass man etwas erreichen möchte und dass man dann weitermacht. Und Sie, wenn Sie auf Schwierigkeiten treffen, wenn vielleicht die Marktbedingungen oder der Mitbewerb etwas dagegen hat, dass Sie Ihre Ziele erreichen, dass Sie nicht aufgeben, dass Sie nicht sich hängen lassen, sondern sich in Erinnerung rufen, warum Sie das machen, was Sie machen und wie Sie dorthin kommen. Und das ist das, was ich auch als Mensch mit Behinderung gesehen habe, die ersten Hürden. Menschen, die einem nicht zusprechen, dass man etwas kann. Schiedsrichter, die einen disqualifizieren bei nichtbehinderten Wettkämpfen, weil man nur einen Arm hat und die Regeln besagen, dass man mit 2 Armen anschlagen muss und man deswegen disqualifiziert wird. Kollegen und Kolleginnen, die aufgrund der rumänischen Abstammung vielleicht einen immer wieder einarmiger Bandit nennen. Ja? All diese Dinge, wo man
in sich selbst entscheiden muss, was macht man mit diesen schwierigen Momenten. Und das kennen Sie aus Ihrem Berufsleben, aber auch aus Ihrem Privatleben. Bleibe ich dran oder gebe ich auf? Lasse ich mich davon abbringen? Und was ich gelernt habe im Sport ist, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben. Egal wie sehr wir es wollen, wir können es überhaupt nicht beeinflussen. Das sind zum einen der Ursprung meiner Behinderung, der Unfall. Ich kann ihn nicht rückgängig machen, ich möchte ihn nicht rückgängig machen. Für mich ist ein Wunder, dass ich überlebt habe und ich danke Gott jeden Tag dafür. Aber wenn ich es könnte, dann wäre es so viel verschwendete Energie, weil ich nichts an dieser Situation verändern würde. Eine Pandemie, die vielleicht das Marktumfeld so zusammenwürfelt, dass keiner von uns weiß, wie es weitergeht. Und trotzdem finden wir Lösungen und schaffen es, weiterzukommen. Im Leben als Sportler, aber auch als Unternehmer kommen Situationen auf, mit denen Sie nicht einmal in den wildesten Strategie-Workshops sich überlegen, dass Sie jemals damit konfrontiert sein werden. Und trotzdem müssen Sie eine Lösung parat haben. Wie geht das? Wie schafft man das? Ich war 2017 bei der Staatsmeisterschaft und wie immer habe ich natürlich ein Ziel. Ich möchte Staatsmeister werden, ich möchte einen neuen Rekord schwimmen, ich möchte mein Ziel erreichen. Und war schon so fokussiert und so konzentriert und bin dann auf den Startsockel gestiegen und das Startsignal ist bei uns auf die Plätze und dann ein Piepton und ich stelle Ihnen kurz nach, was damals passiert ist. Auf die Plätze. Und ich hatte plötzlich ganz viel Luft, wo eigentlich nicht viel Luft sein sollte. Meine Hose ist gerissen. Und ich hatte genau einen Bruchteil einer Sekunde zu entscheiden, was ich mache. Aber ich hatte ein Ziel. Ich wollte Staatsmeister werden. Ich wollte einen neuen Rekord schwimmen. Ich bin reingesprungen, bin das schnellste 100 Meter Freistilrennen meines Lebens geschwommen. Es war ein 25 Meter Becken, das heißt, ich musste dreimal wenden. Und natürlich schauen die Wendenrichter, dass man ja schön alle Regeln einhält. Und da war eine junge Dame, die jedes Mal viel zu lachen hatte, als ich meine Rollwende gemacht habe. Aber ich wollte mein Ziel erreichen. Aber wissen Sie was? Diese Entscheidung weiterzumachen, wenn es schwierig ist, wenn der Unfall kommt, wenn die Tragödie kommt, wenn die Hose reißt, und der jeder im Schwimmstadion zuschauen kann und sie das nicht wollen. Diese Entscheidung, die treffen sie nicht in dem Bruchteil des Momentes, wenn sie keine Zeit mehr dafür haben. Die treffen sie dann, wenn sie sich bewusst dafür entscheiden, tagtäglich beim Training, in der Arbeit, mit ihren Teams, mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Strategie am Ziel festzuhalten und dran zu bleiben. Und warum können sie diese Entscheidungen treffen? Ich habe sie getroffen, weil ich immer zum Training gegangen bin und wusste, ich möchte eine Medaille gewinnen. Sie treffen sie auf Basis ihrer Ziele, die sie gemeinsam haben, die sie auch mit ihren Menschen mit Behinderung im Unternehmen erreichen können. Das Talent, das Potenzial, das dort schlummert, heben und damit gemeinsam vorankommen. Mein Ziel bei den Paralympics, eine Medaille zu gewinnen, habe ich dann in Rio geschafft mit einem grottenschlechten Rennen. Und auch das lernt man im Sport. Oft läuft es nicht so, wie man möchte und trotzdem schafft man es. Es wird sich wahrscheinlich nicht mehr so wiederholen in der Form, dass ich zu so einer Medaille komme, obwohl ich nicht gut performe. Aber in dem Moment zu wissen, dass ich mein Ziel erreicht habe, so viele Jahre harte Arbeit, die sich ausgezahlt haben, war ein so schönes Geschenk. Und doch bin ich nach der Siegerehrung damals in die Katakomben des Stadions in Rio de Janeiro dann abgegangen und plötzlich war diese Leere da. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe ganz, ganz viele Jahre dafür trainiert. Was mache ich jetzt? Und deswegen war es wichtig, dass ich eine Vision hatte und wusste, dass ich damit, mit dem, was ich mache, mehr bewege, als nur Edelmetall zu sammeln. Dass ich damit einen wirklichen Impact haben kann. Und da komme ich wieder auf Sie zurück als Unternehmerin und Unternehmer. 2019 bei der Weltmeisterschaft ist mir das bewusst geworden. Ein junger Mann aus Malaysia ist zu mir gekommen und war ganz begeistert nach dem Vorlauf und hat gemeint, war so toll geschwommen. Und ich habe gedacht, okay, ja, super, aber da waren irgendwie 6 Leute schneller als ich. Warum er denn so begeistert ist? Und er hat mir erzählt, dass das erste Schwimmrennen, das er jemals gesehen hat, das Finale bei den Paralympics in Peking war. Er hat das gemeinsam mit seinem Vater geschaut und sein Vater hat damals gesagt, siehst du, James, da ist ein junger Mann aus Österreich, der ist 16, der ist fast so alt wie du und dem fehlt genauso wie dir der linke Arm. Und wenn der das kann, dann kannst du das auch. Und 11 Jahre später schwimmen wir 2019 bei der Weltmeisterschaft gegeneinander. Er hat mich nicht geschlagen, sonst wäre es zu romantisch gewesen, die Geschichte. Aber es hat mir gezeigt, was ich bewegen konnte mit dem, dass ich diszipliniert war, dass ich Ausdauer hatte, dass ich Strategie hatte, dass ich dran geblieben bin und nicht aufgegeben habe, als der Unfall kam, als die Niederlagen gekommen sind oder als die Hose gerissen ist. Und dass ich damit auf ganz, ganz viele Menschen einen Einfluss haben konnte. Und Sie können das genauso mit Ihrer Leistung als Unternehmerin und als Unternehmer, aber auch mit einer Anstellung von Menschen mit Behinderung. Und ich selbst habe 70% Behinderung
und habe mich in meiner Ausbildung am Weg immer wieder damit identifiziert, was wäre denn gewesen, wenn ich nicht Sportler gewesen wäre? Was für Chancen hätte ich denn gehabt? Und umso glücklicher bin ich, dass es so Initiativen gibt wie die Zero Project Unternehmensdialoge, aber auch Unternehmen wie Ihre, die lernen wollen, aber auch die weiter teilen wollen, was alles möglich ist, auch mit einer Behinderung, auch auf diesem Weg, dass man an seinem Ziel dranbleibt und Ausdauer und Stärke beweist und die Strategie das Segel beibehält. Und ich möchte das beste Beispiel sein, dass es funktionieren kann und Sie etwas mitnehmen können vom heutigen Tag. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie nehmen die Gedanken mit, die James' Vater James auf seinem Weg mitgegeben hat. Und mittlerweile ist er Ability-Influencer in Südostasien. Wenn Andy das kann, dann kannst du das auch und dann können Sie das auch, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Wow, danke. Ich könnte ihm ewig zuhören. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Es ist so schön, diese Gedanken und Inputs zu hören. Vielen Dank dafür. Weitere Inputs holen wir uns in unserem nächsten Themenblock, der da jetzt kommt. Wir gehen jetzt hinein in die Best-Practice-Beispiele. Das heißt, wir holen Firmen zu uns heraus. Ich hole Vertreter dieser Firmen zu mir auf die Bühne. Und sie werden uns ihre Erfahrungen, ihre Learnings, natürlich auch die Herausforderungen erzählen, die sie erlebt haben, die uns einfach alles über ihren Weg erzählen werden. Und beginnen möchte ich mit der Firma Bipa und dem Neba-Betriebsservice. Und da darf ich zu mir bitten, Elisabeth Burgis, Julia Perner und für das Neba-Betriebsservice Michaela Schafferhans. Bitte kommen Sie zu mir. Und ich möchte jetzt gerne Sie hier noch einmal einladen und auch Sie zu Hause vor dem Bildschirm. Ich schaue mal, ob schon wer eine Frage gestellt hat. Nein, leider bisher nicht. Hier gibt es diesen QR-Code und zu Hause sehen Sie den auch. Einfach mit dem Handy scannen und dann gerne eine Frage stellen an eine der drei Damen. Also herzlich willkommen, Elisabeth Burgis. Sie leiten den Bereich Human Resources bei Bipa und Sie sind dort auch für die interne Kommunikation verantwortlich. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank dafür. Julia Perner, Sie sind auch im Bereich der Human Resources und Sie sind Beauftragte für das Thema Disability bei Bipa. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Die Mikros laufen Dankeschön. Noch nicht. Ja, jetzt geht's wunderbar. Und Michaela Schafferhans, Sie sind Beraterin für das Neba-Betriebsservice in Niederösterreich. Danke, dass Sie da sind. Schönen Nachmittag. Genau, ich würde Sie dann fürs Gespräch bitten, näher hinzugehen, dass auch alle das gut hören können. Bipa beschäftigt sich seit 1,5 Jahren intensiv mit dem Thema Inklusion. Ich habe ganz viele Fragen an Sie, aber bevor ich Ihnen diese Fragen stellen werde, wollen wir uns ein Video ansehen, das uns Bipa mitgebracht hat. Ich arbeite sehr gerne bei Bipa und das freut mich wirklich und am meisten mag ich gerne die Ware verräumen. Für mich und mein Team ist es sehr wichtig, eine offene Gesprächskultur zu führen, auf die Bedürfnisse jeder Einzelnen einzugehen und sich gegenseitig zu unterstützen. Die Olive ist ein wertvolles Mitglied unserer Bipa-Familie. Ja, und was sagen die Kunden? Die freuen sich über die Vielfalt der Mitarbeiter im Team. Beim Bewerbungsgespräch achten wir darauf, dass die Bewerber auch wirklich gut zur Stelle passen und auch die richtigen Fähigkeiten mitbringen. Für moderne Unternehmen wie Bipa ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Inklusion ein Teil ihres Unternehmens bzw. ihrer Unternehmenskultur ist. Ich persönlich bin mit einer Großmutter im Rollstuhl aufgewachsen. Vielleicht ist es mir auch deshalb so wichtig, dass wir wirklich jeden Menschen mit oder ohne Behinderung eine Chance auf einen langfristigen Arbeitsplatz geben und somit auch unseren Teil der sozialen Verantwortung übernehmen. Da kann man ruhig einmal applaudieren, würde ich sagen. Sehr schön, vielen Dank. Ich finde, man hat jetzt gut gesehen in diesem Film, dass bei Bipa dieses Thema Inklusion von allen Seiten mitgetragen wird. Von den Führungskräften, den Human Resources Verantwortlichen und von der Geschäftsführung. Bei Bipa funktioniert es, weil ihr erkannt habt, welches Potenzial, welche Talente, welche Fähigkeiten Menschen mit Behinderung mitbringen.
Elisabeth Burgis, schauen wir mal zu den Anfängen zurück. Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, zwar, wir wollen da was tun, wir wollen Menschen mit Behinderung bei uns aufnehmen und einstellen? Mhm. Also man hat, Sie haben es so schön gesagt, also man sieht ganz gut, dass bei BIPA die Zusammenarbeit und das Miteinander im Mittelpunkt steht. Das war auch der Start und der Anfang. Sie haben auch unseren Geschäftsführer gesehen oder einen Teil unserer Geschäftsführung. Es gab einen ganz klaren Auftrag. Wir sind doch einer der größten Arbeitgeber, also im Drogeriefachhandel beziehungsweise Teil des Konzerns der Rewe, der soziale Verantwortung ganz groß geschrieben hat. Einfach auch, weil wir einer der größten Arbeitgeber sind. Und soziale Verantwortung gehört ganz einfach auch zu unserer strategischen Ausrichtung. Umso mehr freut es mich auch, hier Kolleginnen sitzen zu sehen, die uns gerade bei den Anfängen ganz gut unterstützt haben. Kolleginnen von Billa, die Kollegin vom Konzern, die Frau Wallner-Mickel, die da ganz, ganz wichtig war, auch in der Geburtsstunde. Also das erste Wichtige war der Auftrag der Geschäftsführung, die gesagt hat, mit 4.000 Mitarbeitern müssen wir es doch schaffen, auch mehr Plätze für Kolleginnen zu schaffen, die eben besondere Bedürfnisse haben, die Behinderung haben. Das war das Erste. Das Zweite war dann wirklich auch zu sagen, okay, wie gehen wir es an? Dass wir dann eine Masterarbeit in Auftrag gegeben haben, also in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsuniversität, um einfach das Thema von verschiedensten Perspektiven zu beleuchten und auch anzuschauen, wie schaffen wir es mit einer Struktur von 600 kleinen Filialen, mit wenig MitarbeiterInnen, wo ja jede Hand und jede Arbeitskraft sehr zählt, also da wirklich auch einen Unterschied zu machen. Wir haben ein eigenes Jobprofil kreiert dann. Das war total wichtig, eben weil eben die MitarbeiterInnen vielleicht nicht alles schaffen konnten, so wie es in einer Filiale ist. Und wir hatten auch ein großes Projekt dann daraus gemacht. Ein ganz wichtiger Punkt war eine eigene Position zu schaffen mit der Disability-Beauftragten, die einfach Unterstützung war in jegliche Richtung und Ansprechpartnerin auch ist für jegliche Fragen, um einfach hier im Dialog mit allen Stakeholdern zu sein. Das Projekt bestand dann in erster Linie auch aus der Vertriebsdirektorin, die ganz wichtig ist, weil eben die MitarbeiterInnen in erster Linie im Vertrieb eingestellt werden und MitarbeiterInnen aus dem HR-Team, MitarbeiterInnen aus der Zentrale, die wir einfach so auch als Impulsgeber und als Unterstützung gebraucht haben. Dieses Projekt ist jetzt quasi in den normalen Alltag übergegangen, aber es war ganz wichtig, dieses Projekt einfach so aufzusetzen. Ganz ein wichtiger Punkt, und das ist dann vielleicht auch die Überleitung, war, wir waren dann auf der Suche, wer kann uns unterstützen dabei, einfach auch die Kolleginnen zu finden. Und da kam das NEBA-Betriebsservice dann ins Spiel, weil einfach Kooperationspartner ganz, ganz wichtig sind. Alleine hätten wir es nicht geschafft. Genau. Danke für die gute Überleitung. Es ist ganz wichtig, was wir heute auch immer wieder sagen wollen. Es gibt Hilfe, es gibt Unterstützung, man ist da nicht allein. Frau Schaffer-Hans, Sie sind von Anfang an dabei gewesen mit dem NEBA-Betriebsservice. Wie waren denn da Ihre Erfahrungen? Also wir durften als NEBA-Betriebsservice BIPA eben vom Anfang an begleiten bei diesem Projekt, also eine ausgewählte unterstützende Stelle in Filialen zu schaffen, österreichweit, und hier sozusagen an der Seite zu sein in Unterstützung, also von Beginn an im Recruiting-Prozess mit zu begleiten, beim Onboarding in den Filialen zu begleiten, auch wenn es darum geht, Förderabwicklungen, administrative Fragen hier zu beantworten, Informationen zu geben. Das ist sozusagen ein Auftrag an uns gewesen. Und wir können hier als NEBA-Betriebsservice ein Angebot, das österreichweit eben auch zur Verfügung steht, hier auf ein breites Netzwerk zurückgreifen, also das Netzwerk der beruflichen Assistenz, wo es sehr erfahrene Organisationen gibt, die hier einfach auch begleitend Menschen mit Behinderung bei der Arbeitssuche begleiten oder auch begleiten, wenn zum Beispiel eine Krankheit oder eine Behinderung eintritt, einen Arbeitsplatz auch gut abzusichern. Und vielleicht noch sozusagen die wichtigste Erfahrung jetzt in dieser doch schon längeren Begleitung von BIPA für mich ist, dass man sozusagen, Inklusion ist so etwas wie ein gemeinsamer Weg. Ja? Und was ich hier auch schätzen gelernt habe, ist, dass es eben sowas auch wie Offenheit und ja, eine Reflexionsbereitschaft braucht. Also es braucht auch manchmal
gehen Wege nicht gleich so geradlinig und glatt. Ja. Hier dann einfach ins Gespräch zu treten, einfach zu schauen, auch zu reflektieren und zu überlegen, was könnte man besser machen, wie kann man zum Beispiel jetzt auch Filialen noch besser vorbereiten und begleiten, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit Behinderung eingestellt wird. Ja. Vielen Dank. Frau Perner, Ihre Position ist dann eigens geschaffen worden, das haben wir vorhin gehört. Was haben denn Sie da konkret dann gemacht von Anfang an? Wir haben sehr viele Aktivitäten gesetzt. Ein paar habe ich hier auf der Folie auch mitgebracht. Also wie schon erwähnt, neben dem Aufbau von internen Strukturen, aber auch eines Netzwerkes, unter anderem mit dem Nebenbetriebsservice, war uns eines ganz wichtig, nämlich Wissensvermittlung und Sensibilisierung bei unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und vor allem auch bei unseren Führungskräften. Weil wenn es eines gibt zu Beginn so eines Projektes, dann ist es viel Unsicherheit. Man hat wenig damit zu tun gehabt bis dato, keiner hat gewusst, was kommt denn jetzt wirklich auf einen zu. Und wir haben dann wirklich die Führungsmeetings, und da gibt es ja einige bei uns im Unternehmen, auch viele Mitarbeiterveranstaltungen, wir haben sie genutzt, um dieses, damals war es ja noch das Projekt, vorzustellen, Ziele vorzustellen. Wir sind ganz viel mit Zahlen, Daten, Fakten gekommen, um unsere Ziele einfach auch zu untermauern. Und wir haben auch mit gängigen Mythen aufgeräumt, die es ja immer noch gibt. Wir hatten zum Beispiel auch, bei uns gibt es den BIPA Mittwoch, eine Online-Veranstaltung. Und da hatten wir so einen Mittwoch im Zeichen der Inklusion. Da gab es auch einen Vortrag von Spezialisterne, der sehr augenöffnend war. Wir haben im Filialintranet einen Bereich eingerichtet, wo die Mitarbeiter und vor allem auch Führungskräfte alle Infos zum Thema nachlesen können. Und was uns noch ganz wichtig ist, ist Storytelling. Also wir reden darüber im Unternehmen, da haben wir zum Beispiel auch unser Mitarbeitermagazin, wo wir immer eine fixe Seite haben, Vielfalt und Inklusion, wo wir einfach die Mitarbeiter auch vorstellen, die Kollegen und Kolleginnen mit Behinderung, und ja, auch das macht sehr viel. Und eine Sache, die war auch noch ganz schön, hatten wir ein sehr gutes Feedback bekommen, war ein internes Austauschforum. Also wir haben das Projekt gestartet, wir haben das Recruiting gestartet, wir haben erste Erfahrungen gemacht, und dann haben wir uns mit allen Führungskräften, die Kollegen und Kolleginnen mit Behinderung eingestellt haben oder gesucht haben, wirklich online, war damals nicht anders möglich, zusammengesetzt und uns wirklich mal ausgetauscht. Erfahrungen geteilt, Good Practice Stories geteilt, und das war sehr, sehr wertvoll. Auch nochmal Ängste genommen, und das hat sich wirklich ausgezahlt. Und ja, was schön ist, wir konnten wirklich, seit wir dieses Projekt gestartet haben, die Anzahl der Mitarbeiter mit Behinderung in den Filialen verdoppeln. Wir hatten letztes Jahr auch erstmals 3 Lehrlinge mit Behinderung, die bei uns begonnen haben. Heuer haben wir 5 weitere Plätze, die schon fast besetzt dann auch sind. Also freuen wir uns schon sehr drauf. Und auch in der Zentrale setzen wir im Moment einen großen Schwerpunkt auf dieses Thema. Schön zu hören, was bei BIPA alles passiert. Vielen Dank dafür. Was würden Sie noch sagen, was waren denn so die Learnings aus diesen vergangenen Jahren, aus allem, was Sie da bis jetzt eben schon ins Leben gerufen haben? Und wo liegen die Erfolgsfaktoren? Also, war das so? Gerne, ja. Also zu den Learnings, ich glaube, die Frau Perner hat schon gesagt, also vielleicht da zusammenfassend, also es geht wirklich um diese Zusammenarbeit von den einzelnen Stakeholdern, die dabei sind. Eine sehr, sehr persönliche Begleitung, die einfach notwendig ist, gerade am Anfang, um diese Ängste abzubauen oder diese Unsicherheiten abzubauen. Wie kann ich umgehen mit einer Mitarbeiterin und mit einem Mitarbeiter? Da einfach wirklich persönlich zu begleiten. Und wir haben unsere HR-Business-Partner wirklich letztes Jahr auf dieses Thema mehr oder weniger abgestellt. Also hier wirklich diese Unterstützung zu geben, im Austausch zu sein, weil die auch für die unterschiedlichen Bundesländer zuständig sind. Einfach da sehr, sehr intensiv im Dialog zu bleiben und im Austausch zu bleiben. Wir werden auch weiterhin solche Austauschforen machen, weil wir einfach gesehen haben, es ist total wichtig, dass dieses Voneinanderlernen eine ganz wesentliche, zentrale Sache ist. Wir hatten auch ein Austauschforum mit dem Nebenbetriebsservice im letzten Jahr. Wir werden das auch heuer wieder machen, um einfach diese Erfahrungen zusammenzulegen, das Feedback zu geben, konstruktiv auszutauschen und zu schauen, wo können wir uns weiterentwickeln. Aber ein ganz wichtiger Punkt und ein ganz wichtiges Learning war auch noch, also wir sind ein Wirtschaftsbetrieb, und das ist ganz wichtig festzuhalten. Das heißt,
der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin muss genauso wie im normalen Recruiting-Prozess einfach zur Position und zum Team passen. Also wir machen da keine Extrameile oder sonst was, geht auch nicht, können wir uns auch nicht leisten. Und es funktioniert aber wunderbar. Es ist natürlich viel Handarbeit und persönliche Arbeit, aber das ist im normalen Recruiting genauso. Und das muss einfach zum Team dazu passen. Und damit, glaube ich, können wir den Weg oder die Reise, Sie haben das so schön gesagt, Herr Essel, also die Reise, die wir gestartet haben, auch weiter gehen und die wird uns noch lange begleiten. Wir sehen ganz einfach, es ist wichtig, einfach so auf die Qualität zu schauen und auf das Miteinander. Genau. Abschließend, Frau Schaffer-Hans, möchte ich Sie noch fragen, es hören ja viele Unternehmen heute zu, was können denn die aus diesem Beispiel mitnehmen und vielleicht auch lernen? Also die Frau Burgis hat es eh sehr wunderbar jetzt schon sozusagen formuliert, wenn ich das nochmal ganz allgemein irgendwie sagen darf. Also ich glaube, erstens einmal ist es wichtig, dass bei diesem Thema Inklusion wirklich alle, also gerade bei so einem großen Unternehmen auch alle Ebenen mit im Boot sind. Also es reicht nicht, wenn es ein Commitment im Management gibt, sondern es braucht sozusagen wirklich auch die Führungskräfte und vor Ort hier bei BIPA jetzt in den Filialen die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Filialleitungen, die hier sozusagen auch mit im Boot sind. Ja. Und damit das gut gelingen kann, braucht es einfach diesen Austausch. Also ich denke, es braucht einfach immer auch einen Raum, wo man sehr offen sich austauschen kann. Es gibt Unsicherheiten, es gibt Ängste, es gibt manchmal auch Konflikte. Ja. Und wenn es die Gelegenheit gibt, das anzusprechen, dann glaube ich, fördert es einfach auch diese Normalität im Umgang miteinander. Ich glaube, das ist sozusagen das große Geheimnis und das Ziel, auf das man auch hinsteuern sollte. Und vielleicht auch nochmal, weil Sie das gesagt haben, es ist eben keine CSR-Maßnahme. Es ist tatsächlich sozusagen, habe ich dieses Zitat letztens auf der Konferenz, Zero Project-Konferenz gehört, es ist ein Business Case und ich glaube, das muss man einfach hier auch im Kopf behalten. Genau. Alle Ebenen müssen mit im Boot sein, das haben Sie so schön gesagt. Doch man muss auch mal anfangen irgendwo mit kleinen Schritten, von denen am Ende dann alle profitieren. Danke Ihnen für diese wertvollen Inputs. Vielen Dank. Danke. Ich schaue da jetzt nicht, ob ihr E-Mail bekommen habt, sondern ob wer eine Frage gestellt hat. Nein, immer noch nicht. Sie sind noch einmal ganz herzlich dazu eingeladen. Wenn man in Niederösterreich nach Firmen sucht, die vorangehen, die Projekte haben, in denen sich Menschen mit Behinderung einbringen und mit all ihren Talenten verwirklichen dürfen, dann kommt man um eine Firma nicht herum und das ist die Firma Sonnentor. Und ich freue mich jetzt auf die nächste Gesprächsrunde. Ich darf den Geschäftsführer Klaus Doppler herausbitten. Sehr gerne, Applaus bitte für den Herrn Doppler. Die Firma Sonnentor ist so angenehm zu erkennen. Die haben extra schöne Shirts für uns angezogen. Außerdem auch den Abteilungsleiter im Bereich Human Resources. Das nennt sich bei Sonnentor Talenteförderer. Das finde ich sehr nett. Thomas Steinbauer, bitte kommen Sie zu mir. Seit 2017 in der Buchhaltung ist die Kollegin Alexandra Jäger auch mitgekommen heute. Vielen Dank. Und für das BAB kommen Klaus Lukesch und Elisabeth Krön heraus und sie werden uns ihre Inputs dazu geben. Ich darf diese Runde verlassen und Sie können sich alle ein Mikro schnappen und das klappt das hoffentlich ganz gut. So, wir tauschen. Ja, danke schön von unserer Seite auch einen wunderschönen Nachmittagabend. Ich darf jetzt ein bisschen als Amateur hineinspringen in die Moderationsrolle. Sie können am Ende, glaube ich, gut bewerten, wer es besser können wird. Ich glaube schon, wie es ausgeht, wissen wir. Was dürfen wir heute hier? Wir dürfen ins Gespräch kommen miteinander für Sie in der Runde und die online zugeschaltet sind, um über zwei Themen zu reden. Zum einen das Engagement, und wir haben schon gesehen, in aller Munde haben wir schon gehört, ist das Engagement der Firma Sonnentor zum Thema Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Da wollen wir heute wieder hinschauen im Sinne von warum, wie konkret macht das die Firma Sonnentor, ganz im Sinne auch der Unternehmensdialoge, um zu inspirieren, zu motivieren, auch weitere Betriebe sich hier zu engagieren bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Und im Zweiten wollen wir ins Gespräch kommen zu einem neuen, innovativen Projekt, wo wir dieses Können der Betriebe, sich zu öffnen, bewusst auch gezielt Menschen mit Behinderung einzustellen im Unternehmen, dass sie unterstützen sollen in genau diesem Können. Wir haben viel über die Talente schon gehört, der Menschen mit Behinderung. Wir wollen auch ein Stück aufs Können der Unternehmen schauen, was sie darin unterstützen kann. Aber der Reihe nach, wir starten mit dem Unternehmen Sonnentor und ich
darf dich, Klaus, als Geschäftsführer zum Beginn die Frage aller Fragen stellen. Warum? Warum engagiert sich die Firma Sonnentor seit vielen Jahren mittlerweile für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung? Vielen Dank. Danke für die Einladung, dass wir heute hier sein dürfen und unser Unternehmen in diese Richtung ein bisschen zu präsentieren. Ja, warum? Weil wir als Unternehmen Sonnentor uns seit 20 Jahren mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir sehen es als gesellschaftliche Verantwortung, als Verantwortung für unser Unternehmen, Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung eine Möglichkeit zu bieten. Zuallererst möchte ich aber dazu sagen, dass wir seit vielen Jahren der Meinung sind, dass der allererste Hebel, dass das in kleinen, mittleren und großen Unternehmen funktionieren kann, der Zugang der Geschäftsführung, des Vorstands und der Abteilungsleiter gegeben sein muss. Also das ist also dieser allererste Hebel. Ich glaube, die Damen von Piper haben das auch schon vorhin so gut zusammengefasst. Hier braucht es das Commitment und die Bereitschaft, in diese Richtung etwas zu tun. Und wenn das passiert, dann bin ich der Meinung, und wir haben das auch in vielen Jahren jetzt auch bei uns gesehen, passieren sehr, sehr viele positive Dinge. Zuallererst ist es wichtig, dass man sich einfach die Arbeitsfelder, die Tätigkeitsfelder im Unternehmen gut anschaut, wo besteht denn überhaupt die Möglichkeit, Menschen mit Behinderung gut zu integrieren, um dann in der Sensibilisierung und Vorbereitung das Thema über das ganze Unternehmen drüber gebrochen anzugehen und anzuschauen. Und so haben wir das eben vor 17 Jahren mit dem ersten Mitarbeiter gemacht, und bis zum heutigen Tag haben wir auch 17 Mitarbeiter, die eben eine Behinderung mitbringen und die jetzt schon viele Jahre sehr gut bei uns im Unternehmen integriert sind. Also ich persönlich muss sagen, ich habe einen Schwager mit dem Down-Syndrom und ich habe das schon sehr, sehr rasch erkannt, dass es hier eben enorm wichtig ist, dass man sich diesem Thema öffnet, und wir versuchen auch Unternehmen bei uns in der Region zu sensibilisieren, aufzuklären, einfach das Thema bewusster zu machen. Und das ist für uns in unserer Region im Waldviertel, man kann sich das eh vorstellen, ist es manchmal nicht ganz einfach, Unternehmer, die halt eine gewisse Tradition haben, eine jahrelange Tradition haben, dass sich die mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das braucht es halt. Und da sind wir ständig dabei, diese Themen immer wieder voranzutreiben und umzusetzen. Vielen Dank, Klaus, einfach auch so diesen Einblick wieder zu geben, warum ihr euch engagiert. Wir haben ja schon erste Facetten gesehen, auch das Wie. Ich möchte in der Reihe weitergehen an Sie, Herr Steinbauer. Sie sind ja der Talenteförderer, wie es so schön heißt, im Personalmanagement bei der Firma Sonnentor. Wie dürfen wir es uns am Beispiel konkret vorstellen, wie Sie auch Menschen mit ihren Talenten, mit Behinderung im Unternehmen integrieren und fördern? Genau, der Klaus hat es eh schon gesagt. Also in Summe haben wir jetzt aktuell 17 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Behinderung bei uns eingestellt, in allen verschiedenen Bereichen. Also das reicht von der Verwaltung bis hin in die Produktionsbereiche. Ja, und unser Ziel ist es, hier immer wieder ideale Voraussetzungen zu bieten, sprich flexibel auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. Genau, und dann einfach, damit wir so sehr loyale, sehr gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewinnen können. Genau, und ich denke, das ist ein sehr, sehr guter und erfolgreicher Weg, den wir hier machen. Und Hannes Gutmann hat mir mal erzählt, vor 33 Jahren war auch sein erster Mitarbeiter ein Mitarbeiter mit Behinderung, der ihm damals beim Ausliefern geholfen hat. Ja, und wir wollen diesen Weg einfach weitergehen und genau hier sensibilisieren. Das ist auch schon mehrmals gesagt worden. Genau, und so schaut es bei uns aus. Vielen Dank für diese konkreten Einblicke. Die große Freude, die wir heute auch haben. Wir haben auch eine Mitarbeiterin, eine der 17, hier mit dabei in der Veranstaltung. Das Thema ist ja neue Wege in Recruiting und Personalentwicklung gehen. Und jetzt möchte ich Sie, Frau Jäger, fragen, als Mitarbeiterin bei Sonnentor, wie war denn der Start? Wie sind Sie denn zueinander gekommen? Weil um das geht es ja auch heute. Wie finden Mitarbeiterinnen mit Behinderung und Unternehmen zusammen? Das war eigentlich so, ich habe nach einem Job gesucht, wo meine Tätigkeit hauptsächlich im Sitzen gemacht werden soll, damit ich eine Erleichterung habe für mich. Und habe Buchhaltungskurse belegt. Dann habe ich die Stellenanzeige bei Sonnentor gelesen, mich natürlich gleich beworben. Bin eingeladen worden zum Vorstellungsgespräch.
geht's um. Bin eingeladen worden zum Vorstellungsgespräch. Das war sehr harmonisch. Dann ein paar Wochen später das zweite Gespräch. Und da habe ich dann angemerkt, dass ich Multiple Sklerose habe und habe zur Antwort bekommen, das ist ja egal, du kannst ja nichts dafür. Und da habe ich gewusst, das ist eigentlich die richtige Firma für mich. Und groß war die Freude, wie ich dann eine Zusage erhalten habe. Vielen Dank für das ganz konkrete Beispiel. Wie es denn gelingt, so einfach es nämlich auch sein kann, letztlich das Unternehmen und Mitarbeiter zusammenfinden. Ja, wir eilen voran. Es geht zum zweiten Thema, was wir auch noch gern kurz vorstellen möchten. Wir als BAB Unternehmensberatung dürfen im Auftrag des Arbeitsmarktservice in Niederösterreich im konkreten Fall Unternehmen dabei zu unterstützen, wenn sie Personalentwicklung miteinander betreiben. Die Idee ist, im Verbund zusammenzugehen und miteinander über die Betriebsgrenzen hinaus Aus- und Weiterbildung zu betreiben. Und das wollen wir mit dem Themenverbund Stille Talente aufnehmen, dieses Projekt, um dieses Können der Unternehmen zu unterstützen, sich zu öffnen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Und ich darf dazu auch meine Kollegin Elisabeth Grön noch jetzt zu uns wirklich auf die Bühne auch heraufholen, die bei uns dieses Projekt verantwortet. Zunächst aber kurz auch nochmal den Geschäftsführer Klaus Doppler fragen. Sonnendahl ist seit dem Jahr 2006 schon Mitglied und wichtiges Mitglied im Qualifizierungsverbund. Was so in kurzen Worten einen Mehrwert eines Verbundes für ein Unternehmen ausmacht? Wir sind sehr dankbar, dass wir seit 2006 Mitglied des Qualifizierungsverbundes sind. Warum? Weil es der Verbund uns ermöglicht, sehr qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbildungen gemeinsam abzuhalten. Es gibt einen sehr breiten Qualitätskatalog und es gibt sehr, sehr viele Schulungen, die hier von allen Mitarbeitern belegt werden können. Das heißt, es passt dieser Katalog für kleine Unternehmen, für mittlere und auch für größere. Der Mehrwert ist natürlich, dass wir durch diesen Verbund auch eine Förderung für diese Aus- und Weiterbildung bekommen. Und zu guter Letzt, finde ich, ist das Netzwerken davor und danach beim Personal, bei allen tagtäglichen Themen im HR durch die Teilnehmer ein unglaublicher Mehrwert, sich zu allen Themen auszutauschen. Da geht es nicht nur um das HR-Tagesgeschäft, sondern wir haben uns auch schon zu arbeitsrechtlichen Themen ausgetauscht, genauso wie zum Generationenmanagement bis hin zu vielen Themen, die dann im Voneinanderlernen für jedes Unternehmen sehr, sehr wichtig sind. Also wir haben auch diesen speziellen Generationenmanagement-Verbund gegründet, ich glaube 2010. Und das war auch so ein neues Thema wie Stille Talente, wo wir nicht wussten, wo und wie kann das Unternehmen profitieren. Und wir haben dann eigentlich durch die Sensibilisierung zu vier Generationen im Unternehmen gesehen, was sind die Bedürfnisse der Einzelnen, was braucht es, um gut miteinander arbeiten zu können. Wir haben dann ein kleines Mentoring dazu gemacht und es hat einfach im Unternehmen besser geflutscht. Das Verständnis wurde besser. Die Mitarbeiter haben dann besser verstanden, wie gewisse Dinge im Miteinander zu machen sind. Und das ist einfach das Schöne, wenn man anschließend feststellt, es hat allen geholfen und es geht gemeinsam in die richtige Richtung. Danke, Klaus. Mehrfach ist schon das Wort Stille Talente gefallen. Jetzt wollen wir natürlich erklären, was ist da gemeint, auch schon zum Abschluss unserer Präsentation. Stille Talente. Wir meinen damit Menschen, Menschen mit Behinderung, aber genauso auch ältere Menschen, Frauen, Jugendliche, die Brüche in ihren Erwerbs- und Ausbildungsbiografien genommen haben. Also schlichtweg Menschen, wo die beim Recruiting, bei der Personalentwicklung gerne mal übersehen oder überhört werden, die sich wenig eingeladen fühlen, auch sich zu bewerben, sich zu zeigen, eben weil sie das so erleben, vielleicht auch bei den Unternehmen. Und da wollen wir ansetzen. Da wollen wir ansetzen mit einem Themenverbund Stille Talente, damit diese stillen Talente gehört werden können. Und ich bitte jetzt dich, Elisabeth, kurz zu umreißen, worum geht es bei dem Projekt, wo steht das Projekt und vielleicht final auch einzuladen, daran teilzunehmen. Ja, gerne. Ich habe sehr lange Zeit ein Unternehmen aufgebaut, das Menschen mit Autismus in Firmen vermittelt hat. Ich habe da gesehen, welche speziellen Fähigkeiten diese Menschen haben und wie Unternehmen diese Fähigkeiten dringend suchen und nicht finden.
Ich habe persönlich dabei sehr, sehr viel gelernt, vor allem auch, dass Unternehmen auch noch sich ein bisschen weiterentwickeln sollten, um diese Talente dann auch wirklich zu entdecken. Deshalb auch der Titel Stille Talente. Es geht um das Entdecken von stillen Talenten im eigenen Unternehmen, aber auch auf dem Markt. Und wir möchten Unternehmen unterstützen, vor allem, wie es in einem Qualifizierungsverbund üblich ist, durch Schulungen, durch Weiterbildungen, durch Qualifizierungen der eigenen internen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um dann offen zu sein für stille Talente. Und wie funktioniert das? Wir erheben einmal den Bedarf gemeinsam mit den Unternehmen, mit ihnen. Wo stehen sie, wo möchten sie sich hinentwickeln, wo sind vielleicht blinde Flecken? Wir entwickeln gemeinsam im Netzwerk mit vielen Unternehmen gemeinsam Schulungen, Schulungsthemen. Wir erarbeiten die, wir holen Angebote ein, stellen die dann den Unternehmen vor. Die werden ausgewählt, durchgeführt und auch evaluiert. Das heißt, es geht um Schulungen, aber natürlich auch um Veranstaltungen, um Austauschrunden, um Expertinnen-Inputs. Es ist ein vielfältiges Programm, das wir in diesem Qualifizierungsverbund anbieten können, rund um dieses Thema Recruiting, Onboarding, Diversity, Inklusion, inklusives Führen, Arbeitgebermarke, Employer Branding, alles, was für ein Unternehmen da eine Rolle spielen könnte. Jetzt möchte ich Sie noch fragen, Frau Jäger, nach dem, was wir da so erzählt haben, was ist Ihnen denn ganz besonders wichtig, Unternehmen, Unternehmerinnen mitzugeben? Also mir wäre wichtig, weniger Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung. Also wie schon erwähnt, ich habe Multiple Sklerose und viele Leute stellen sich Menschen mit so einer Diagnose eigentlich im Rollstuhl vor, aber dem ist nicht so. Also ich kann genauso wie jeder normale meine Arbeit ausüben. Danke vielmals. Bitte. Wenn Sie also Interesse haben, mehr zum Qualifizierungsverbund Stille Talente zu erfahren, dann kommen Sie bitte zu unserer Informationsveranstaltung am 5. April. Die wird online sein. Wir schicken einen Link aus. Da haben sich schon sehr viele Unternehmen angemeldet. Man lernt dann auch diejenigen kennen, die sich auch für das Thema interessieren. Wir sprechen schon über Ihren Bedarf an Schulungen. Jetzt möchte ich noch Sie bitten, ganz kurz zu sagen, Sie sind ja Mitglied vom Qualifizierungsverbund Waldviertel, haben also viel Verbunderfahrung sozusagen und beschäftigen Menschen mit Behinderung. Was wäre der Mehrwert von jetzt zu einem Themenverbund, einem Netzwerk von Unternehmen, die sich mit dem Thema stille Talente beschäftigen? Was würde das bringen? Zuallererst würde ich mal jedes Unternehmen beraten, intern in der eigenen Belegschaft zu schauen, wo gibt es denn Menschen, die vielleicht verborgene Talente und Potenziale haben. Das wäre das Erste, um das dann zu filtern und zu sagen, ja, zack, wir haben 4, 5, 6, 7 Personen, würde ich dann versuchen, in diese Schulung und Weiterbildung zu gehen, beziehungsweise im Austausch mit euch oder mit anderen Institutionen natürlich wie mir fachlichen Input dazu einholen, wie man dann auch vielleicht extern Zugänge und Möglichkeiten finden kann. Also ist, denke ich, wie bei jedem anderen Verbund ein gemeinsames Tun und Umsetzen. Und am Ende des Tages, denke ich, geht es doch für jeden Mitarbeiter darum, dass man hoffentlich langfristig seinen Job gern und mit hoher Motivation macht. Das betrifft alle Menschen mit Behinderung genauso wie uns alle, weil so kann das einfach nur langfristig gut funktionieren und denke ich auch mit wirtschaftlichem Erfolg und das von allen. Vielen Dank. Danke an die Runde, danke fürs Zuhören, danke, dass wir ins Gespräch kommen durften. Wir übergeben wieder an die Frau Schreiber. Alles okay. Ja, jeder Mensch möchte das Gefühl haben, ein Teil des Unternehmenserfolges zu sein und bei Sonnentor ist es ganz offensichtlich besonders wichtig, dass die Menschen am Abend mit diesem Gefühl der Wertschätzung nach Hause gehen können. Vielen Dank Ihnen allen. Als nächstes möchte ich gerne die Firma Stark zu mir auf die Bühne holen und wir wollen uns auch hier weitere Inputs anhören. Ich darf zu mir bitten Edith Biedermann, die Leiterin der Personalabteilung bei der Firma Stark, Dietmar Buhl, den Bereichsleiter der Abfallwirtschaft und für das MAG den Geschäftsführer Martin Ettlinger. Ganz herzlich willkommen. Die Firma Stark ist ein regionaler Abfallentsorger. Sie sind stark im Waldviertel verankert und von den im Moment angestellten 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind 4 Menschen mit Behinderung bei Ihnen eingestellt. Warum ist Ihnen das wichtig? Also wir sind der Meinung,
dass es zur Aufgabe eines jeden Unternehmens gehört, soziale Verantwortung zu führen und eine soziale Verantwortung zu treffen, weil es Mitmenschen gibt, die besondere Bedürfnisse haben. Und wir haben das heute eingangs schon gehört, es kann schneller kommen, als man denkt. Und diese Menschen zu integrieren, ich glaube, das müssen wir uns zur eigenen Aufgabe machen, auch im Privaten. Ja. In welchen Bereichen sind bei Ihnen Menschen mit Behinderung eingestellt und was würden Sie da sagen, sind die Erfolgsfaktoren? Also bei uns sind diese Menschen auch, ja, bin so klar. Nein, nur, dass man sie gut hört. Bei uns sind diese Menschen auch in allen Bereichen eingeteilt, eingeordnet. Es ist bei uns halt relativ schwierig, weil wir haben als Abfallentsorger nicht nur die Abfallwirtschaft, sondern wir sind auch in der Demontage tätig. Wir haben das WC-Mietservice und in erster Linie Demontage ist einmal eine sehr kräfteraubende Arbeit. Aber unsere Menschen sind auch in der Buchhaltung tätig und beziehungsweise auch als Standortleiter in Linz. Mhm. Über die Jahre hat sich natürlich auch bei Ihnen ein großer Erfahrungsschatz angesammelt. Was würden Sie sagen, jetzt hören ja viele Unternehmen zu, was würden Sie denen gern mitgeben, falls da jemand zuhört und nur ein bisschen zögerlich ist, aber doch schon motiviert? Ja, es hat uns im Laufe der Jahre gezeigt, dass diese Menschen uns eine besondere Bereicherung geben. Weil diese Menschen leben mit ihrer Beeinträchtigung, mit ihrer Behinderung. Und es ist, jetzt habe ich den Faden verloren. Kein Problem, es ist auch sehr warm da, Herr Ringer, wahrscheinlich. Stimmt. Weil diese Menschen brauchen ganz einfach irgendwo einmal ein Selbstbewusstsein, ein Vorbild. Und wenn man ihnen dieses Selbstbewusstsein gibt, dass sie etwas können, dass sie diese verborgenen Talente haben, was wir schon jetzt sehr oft gehört haben, dann können die das zu tausendmal zurückgeben, diese Dankbarkeit. Egal, ob sie jetzt sehr zuverlässig sind, verantwortungsvoll sind, man merkt sehr, sie sind sehr loyal dem Unternehmen gegenüber. Und das ist diese große Bereicherung, weil das stärkt auch das Unternehmen und den Zusammenhalt. Ich glaube, Sie haben im Vorgespräch auch erwähnt, die haben am wenigsten Krankenstandstage. Stimmt, bei Ihnen. Ja, also statistisch gesehen haben sie wirklich die wenigsten Krankenstände, weil wir teilen das ja dann auch immer alljährlich dem Sozialministerium ja mit, wenn wir diese Förderung beantragen. Und natürlich schaut man dann auch wie viele Fehltage diese Mitarbeiter haben. Und ja, hurra, es stellt sich heraus, die haben wir wirklich am wenigsten. Ja, interessant. Herr Buhl, Sie arbeiten eben eng mit einem Mitarbeiter mit Behinderung zusammen. Können Sie uns aus Ihrem Arbeitsalltag erzählen, braucht der Kollege mehr Hilfe von Ihnen, mehr Unterstützung oder wie habt ihr euch da eingespielt? Zuerst erklärt einmal ein Mitarbeiter, er hat eine kognitive Einschränkung. Ist ein Mitarbeiter, der sich für nichts zu schade ist. Er macht wirklich alles, wo andere oft sagen, nein, du, das mag ich nicht. Kein Problem, dann schaffe ich das auch, der macht es. Er hat halt seine Schwächen beim Lesen und beim Schreiben. Ja. Deswegen ist es irrsinnig wichtig, den Mitarbeiter dort einzuteilen, wo er seine Stärken hat. Und wenn man das schafft und denen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkt, auch ein bisschen mehr, manchmal bei Veränderungen ein bisschen mehr weiterhilft und sagt, das ist deine Rolle, da stehst du, hat man da einen wertvollen Mitarbeiter. Bei denen ist es ganz wichtig, ein Lächeln immer, schönes guten Morgen und der Mitarbeiter ist den ganzen Tag motiviert und man kann sich auf den verlassen. Das heißt, für Sie ist der Arbeitsalltag eine Bereicherung? Dieser Kollege ist für Sie eine Bereicherung? Am Ende vom Tag ist er auf jeden Fall eine Bereicherung und ihr könnt mir bei uns im Betrieb ohne ihn eigentlich nicht mehr vorstellen. Ja, schön. Ich möchte gerne noch etwas dazu sagen. Dieser Mitarbeiter ist mittlerweile 20 Jahre bei uns im Unternehmen, ist über die Caritas Tageswerkstätte dazu mal zu uns gekommen. Für die Tageswerkstätte zu viel, für den Arbeitsalltag oder ja, etwas nicht so wie jeder Normale. Aber wir haben ihm diese Arbeit bieten können und der war dann so motiviert, dass er selbstständig, immer mehr selbstständiger geworden ist, hat sich dann ein Moped-Auto gekauft. Dieses Moped-Auto haben wir dann bepickt mit unserem Firmenlogo und mit dem saß er halt jetzt zum Dummhaus in die Kurven rein und ist ein voll motivierter Mitarbeiter.
Sehr schön, es klingt. Vielleicht auch noch eine Anekdote. Es gibt für ihn nichts Schlimmeres, als wenn das Auto kaputt ist. Ja. Dann ist der Tag gelaufen, da können wir alle nichts machen, da hilft nur Aufbauarbeit. Also, dieses Selbstbewusstsein zu geben und dass jemand andere Talente hat und das kann, das gibt so viel Kraft und so viel Power und somit kann man auch Berge versetzen und das haben wir heute ja auch schon einmal gehört. Also Zielrichtung und ich kann das, voll motiviert sein, selbstbewusst sein und genau das ist das, was wir brauchen. Mhm. Das ist ja für uns auch ein gutes Beispiel. Auf jeden Fall ein Gewinn. Sie haben es im Vorgespräch so schön gesagt, viele Menschen kämpfen gegen Einschränkungen, aber es ist viel zielführender, wenn man mit ihnen arbeitet. Herr Ettlinger, da möchte ich Sie fragen, die MAG Menschen und Arbeit vermittelt seit über 20 Jahren Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt und in Beschäftigungsprojekte in ganz Niederösterreich, Und Ziel ist eben, sie am Arbeitsmarkt langfristig zu integrieren. Wie war denn der gemeinsame Weg mit der Firma Stark? Ja, vielleicht zu Beginn, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir die heutige Veranstaltung haben. Wir sind ja auch Teil des Organisationsteams und wir haben gehört, es hat dann doch etwas länger gedauert, das in Niederösterreich wieder zu machen, trotz Corona, trotz schwieriger Situation. Viele Leute da, viele Interessentinnen und Interessenten auch vor den Bildschirmen. Wir haben grundsätzlich den Ansatz, dass wir der Meinung sind, das ist nicht nur unser Auftrag, sondern das ist wirklich unsere Überzeugung. Menschen mit Behinderungen haben Stärken und Potenziale, wie alle anderen Menschen auch. Aber natürlich gibt es Herausforderungen im Arbeitsalltag, wie auch für alle anderen. Und die MAG, die Menschen und Arbeit GmbH, hat hier mit Null Handicap ein sehr wichtiges Projekt, das wir seit vielen Jahren, es ist erwähnt worden, seit mittlerweile über 20 Jahren, umsetzen dürfen und wo wir im Jahr ungefähr 150 Personen gefördert durch das AMS, durch das Sozialministerium Service und durch das Land Niederösterreich in unseren Beschäftigungsprojekten drinnen haben. Die Firma Stark ist ein Beispiel, eines von vielen, Gott sei Dank, wo es immer wieder gelingt, auch hier positive Akzente zu setzen, um eben die Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt zu forcieren. In diesem konkreten Fall war es so, dass wir einen jungen Herrn hatten, der Arbeit gesucht hat, mit Behinderung, einer kognitiven Behinderung. Die Firma Stark hat jemanden gesucht, wir nennen das Matching, ja. Es hat dann ein positives Matching gegeben. Das heißt, die Firma Stark hat sich dafür entschieden, mit diesem Teilnehmer so quasi es dann auch zu probieren. Und nach einem Jahr wurde er dann auch übernommen, ist jetzt noch, wie ich gehört habe, auch Teil des Teams, arbeitet im Bereich Abbrucharbeiten sehr motiviert mit und das freut uns natürlich, ja, weil jede Person, wo es uns gelingt, sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren, insbesondere Menschen mit Behinderungen, ist natürlich ein Erfolg. Und ich möchte Ihnen vielleicht auch ganz kurz erzählen, was da unser konkretes Angebot ist. Es sind natürlich viele Betriebe da und ich glaube, es geht einfach auch darum, den Betrieben zu zeigen, was es da in Niederösterreich, vor allem auch im Rahmen der MAG, gibt. Wir arbeiten hier mit dem Instrument, es ist gesagt worden, der gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassung. Das heißt, wir betreuen Menschen direkt, wir beschäftigen sie direkt, das heißt, Firmen können auch zu uns kommen und sagen, ich habe eine offene Stelle, wir suchen jemanden, ist ja gerade ein sehr akutes und aktuelles Thema. Wir unterstützen dann schon beim Bewerbungsprozess sowohl für die Betriebe als auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das heißt, wir haben entweder selbst im Bewerberpool geeignete oder interessierte Kandidatinnen oder akkordieren uns hier mit dem AMS Niederösterreich, weil ja gewisse Voraussetzungen erfüllt sein müssen, Grad von Behinderung mindestens 50%, Vormerkung beim AMS, Hauptwohnsitz Niederösterreich, ja, das sind einfach Formalkriterien, die erfüllt sein müssen. Wenn die Firma, wie im Fall von der Firma Stark und dem Teilnehmer, sich eben dazu entschließt, es zu probieren, dann beginnt ein Dienstverhältnis mit der MAG. Das heißt nicht mit dem Betrieb, sondern mit der MAG und wir überlassen diese Person dann für einen gewissen Zeitraum, bei Null Handicap sind es ein Jahr, an die Firma. Wir begleiten die Personen auch sozialpädagogisch, unterstützen sie auch in Qualifizierungsfragen, aber auch den Betrieb.
Ja, das heißt, wir versuchen hier wirklich eine Balance zwischen den Teilnehmerinnen und den Teilnehmern und den Betrieben zu finden, um, es ist heute auch schon sehr häufig erwähnt worden, um die Rahmenbedingungen zu optimieren, um Rahmenbedingungen zu schaffen im Team, in der Belegschaft des Betriebes, aber auch für die betroffene Person an sich, damit eben, und das ist unser wichtigstes und oberstes Ziel, damit eine Übernahme, eine dauerhafte Übernahme und damit auch eine Nachhaltigkeit gewährleistet ist. Das ist eigentlich die Idee der gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassung. Firmen haben dann natürlich noch einige andere Vorteile. Es ist ein gefördertes Dienstverhältnis. In unserem Fall bezahlt der Betrieb nur 400 Euro pauschal pro Monat bei Vollzeit. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr günstig. Das Dienstgeberrisiko haben wir, die Leute werden betreut, auch am Arbeitsplatz. Wir kommen auch, wenn es Konflikte oder Herausforderungen mit dem Dienstgeber, also mit dem Beschäftiger gibt. Ja. Wir verrechnen das im Nachhinein. Ja. Das heißt, es gibt hier sehr, sehr viele Vorteile für die Betriebe und ich appelliere wirklich hier an die Unternehmen, das auch als Chance zu begreifen, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich ein großes Potenzial haben, zu finden. Vielen Dank. Ich hätte jetzt noch zwei Fragen da reinbekommen an Sie, Frau Biedermann. Wie recruiten Sie generell Mitarbeiterinnen mit Behinderung? Und gleich die zweite Frage, wie wird damit umgegangen bei Ihnen, wenn es einmal Probleme gibt? Das Recruiting, ja, natürlich braucht man mal den Bedarf im Unternehmen, ob diese Bewerbung, dieser Kandidat auch zu diesen Aufgaben passt. Aber das ist einmal die erste Linie. Die zweite Linie ist halt dann wirklich, kann dieses Handicap oder diese Behinderung dann auch dazu passen, diese Aufgaben zu erfüllen? Wenn es so ist, dann natürlich, und es ist nichts einfacher als das, dann mit einer Institution, und Gott sei Dank gibt es diese Institutionen, zusammenzuarbeiten, weil die machen auch das Leben echt leicht. Weil da wird viel gemacht, man braucht nicht viel zusätzliches Unternehmen, die unterstützen dann wirklich. Und ja, und wenn man dann die Möglichkeit und die Chance hat, diesen Kandidaten oder diesen Bewerber langfristig oder so anzuschauen oder diese Chance zu geben, sich zu integrieren, natürlich muss zwischenmenschlich auch passen. Die Kollegen, das muss alles harmonieren, ja, die Führungskräfte, also das muss alles stimmig sein. Und wenn das passt, dann schaut man über alles andere eigentlich drüber hinweg. Mhm. Ja. Und eben, wenn es einmal Probleme gibt, wie gehen Sie dann damit um? Natürlich das Gespräch, ein Vier-Augen-Gespräch, dann nimmt man vielleicht dann einmal die Führungskraft dazu, aber nicht ein Problem ist ja irgendwo ja auch gut, weil dann merkt man, da gibt es Bedarf, das zu lösen. Und natürlich ist man dann lösungsorientiert und sagt, was kann man da jetzt verändern, dass sie alle wieder wohlfühlen. Okay, vielen Dank auch für die Beantwortung der Fragen. Ich hoffe, das war zufriedenstellend. Vielen Dank Ihnen und ich wünsche auch noch eine schöne Veranstaltung. Danke sehr. Dankeschön. Wir kommen schon zum letzten Best-Practice-Beispiel. Da steht, ich soll runterkommen von der Bühne. Das letzte Beispiel, das wir hier bei den Zero Project Unternehmensdialogen 2022 vorstellen. Das ist übrigens einer von 9 Dialogen, die heuer in allen Bundesländern stattfinden. Und unsere nächste Firma ist uns online zugeschaltet von zu Hause. Gerlinde Tröstl von der Firma Markas Österreich. Ich hoffe, das funktioniert. Ganz herzlich willkommen. Ah, ja. Ja, einen schönen guten Nachmittag von meiner Seite. Wunderbar. Ich bin, um das richtig oder klarzustellen, in Niederösterreich eigentlich zu Hause. Aktuell sitze ich aber bei unserem Gruppenfirmensitz in Bozen. Also einen wunderschönen Gruß aus Bozen nach St. Pölten. Ah, schön. Das heißt aber, Sie können mich gut hören, so wie das klingt. Ich kann Sie gut hören. Ich hoffe, Sie können mich auch gut hören. Ja, alles wunderbar und auch gut sehen. Frau Tröstl, Sie sind seit 8 Jahren Geschäftsführerin von Markas Österreich. Das ist ein Facility Services Anbieter mit Schwerpunkt im Gesundheitswesen. Aktuell sind bei Ihnen 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich beschäftigt. Und Sie, Frau Tröstl, Sie haben unter anderem das Projekt Inklusives Arbeiten bei Markas initiiert und dafür im Vorjahr auch einen Preis bekommen, den ALC-Sonderpreis für Inklusion. Dazu einmal ganz herzlich gratuliere. Können Sie uns das einordnen? Was bedeutet dieser Preis für Sie und wo kann man den eben einordnen? Also das ist ein Preis, der für mich persönlich, aber auch für das Unternehmen und meine Führungskräfte sicher einer der
der schönsten Preise ist, den wir bis dato bekommen haben, weil er einfach von der menschlichen Komponente so schön ist und es einfach ein Zeichen nach außen ist, dass Markus und mir als Geschäftsführerin das Thema Beschäftigen von Menschen mit Behinderung sehr, sehr wichtig ist. Und wir sehen da auch den großen Mehrwert. Und das war ein ganz besonderer Preis und ein wirklich wunderschöner Preis. Und Sie haben uns jetzt auch zu Beginn, um Ihr Unternehmen ein bisschen vorzustellen, einen Film mitgebracht, den wir uns jetzt gemeinsam ansehen werden. Darf ich an die Technik sagen, Film ab bitte. Zuverlässigkeit, Engagement und Fairness. Das sind die Werte, die uns seit über 30 Jahren bewegen. Es ist die Liebe zum Detail, die unsere Arbeit auszeichnet. Was uns am Herzen liegt, sind die Menschen und ihre Bedürfnisse. Wir kümmern uns darum, euer Wohlbefinden und eure Umgebung zu bewahren. Ohne uns zu sehen, sind wir Teil eures Alltags. Leise, im Hintergrund, um stets für Sicherheit und Qualität zu sorgen. Die Philosophie unseres Familienunternehmens ist ein Versprechen, auch die kleinsten Dinge wert zu schätzen. Ohne jemals stehen zu bleiben. Sie können gern wieder applaudieren, ein schöner Film. Gerlinde Tröstl, weshalb hat sich in die Markas GmbH dafür entschieden, Menschen mit Behinderung eine Chance zu geben? Also wir haben dieses Thema auch im Beginn des letzten Jahres, also in 2021, bewusst als auch Projekt gestartet, ähnlich BIPA. Aus unterschiedlichsten Gründen. Grundsätzlich bin ich einmal als Geschäftsführerin dafür verantwortlich, die Markas Österreich nachhaltig erfolgreich zu führen. Und wenn man hört, dass 15% der österreichischen Bevölkerung eine Behinderung haben, dann ist das irgendwie naheliegend betriebswirtschaftlich, dass das ein Riesenpool an potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist, die man gerade in der aktuellen Arbeitsmarktsituation einfach gar nicht auslassen darf und kann. Also ich glaube, das können sich die Unternehmen irgendwie mittelfristig auch nicht mehr leisten, auf diese Zielgruppe nicht direkt anzusprechen. Das ist einmal das sind so die Hard Facts, wenn Sie so wollen, oder die trocken, nüchterne betriebswirtschaftliche Betrachtung. Natürlich ist es für uns als Familienunternehmen, das in der Gruppe über 10.000 Mitarbeiterinnen beschäftigt, in Österreich, wie schon eingangs gesagt, 2.200, einfach auch unsere soziale Verantwortung als Unternehmen. Wir wollen ein fairer Arbeitgeber sein. Wir stehen für Chancengerechtigkeit und da ist auch die Gruppe der Menschen mit Behinderung extremer wichtiger Teil, weil wir einfach wollen, dass Menschen und Mitarbeiterinnen, die es ohnehin im Leben aus welchen Gründen auch immer schwerer haben als andere, trotzdem ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben führen können. Und da gehört Arbeit einfach auch wesentlich dazu. Und
wir setzen sehr stark auf diverse Themen. In unserer Branche ist die Diversität ein großes Thema. Wir beschäftigen aktuell Menschen aus 70 verschiedenen Nationen. Das heißt, die Vielfalt ist hier ein sehr großes Thema und da gehört auch die Vielfalt der Menschen mit Behinderung mit dazu. Das ist so der Teil der Corporate Social Responsibility. Und wir sind davon überzeugt, und das zeigen auch unsere Praxisbeispiele, dass diverse Teams und Teams, die, wo auch Menschen mit Behinderung arbeiten, die erfolgreicheren Teams sind. Die sind die produktiveren Teams. Da gibt es, ist auch schon erwähnt worden, weniger Krankenstände. Die Motivation und die Zufriedenheit ist einfach eine andere. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir hier sehr, sehr loyale Mitarbeiterinnen, Kolleginnen und Kollegen haben, extrem zuverlässig und loyal. Also das ist so der Teil, wo es um die Produktivität auch geht. Aber natürlich auch, und das darf man auch nicht außer Acht lassen, und auch das ist die Verantwortung von mir als Geschäftsführerin, auch der finanzielle Vorteil. Wir sind in der Unternehmensgröße auch verpflichtet, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, ansonsten müssen wir Invalidenausgleichstaxe bezahlen. Und das ist auch, und das kann ich auch jedem Unternehmen nur mitgeben, das ist Geld, das man als Unternehmen sparen kann. Und meine persönliche Motivation liegt auch darin, ich bin selbst mit einem behinderten Bruder aufgewachsen und kenne dieses Thema einfach aus der familiären, persönlichen Situation. Und das war mir schon immer ein großes Anliegen. Und ich bin auch sehr froh, dass die Familie Kasslatter und Markers hier diesem Thema auch so offen gegenüber sind, dass ich auch dieses Engagement hier wirklich umsetzen kann. Ich möchte gleich zwei Fragen anknüpfen zum Finanziellen. Es ist die Frage gekommen, ob es einen Unterschied in der Entlohnung gibt und ob es bei Ihnen auch Leerstellen gibt. Also in der Entlohnung gibt es keinen Unterschied. Wir entlohnen diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau gleich wie alle anderen. Und wir starten gerade dabei, in einzelnen Regionen auch Lehrstellen anzubieten. Hier sind wir sehr stark auch mit dem Nebenbetriebsservice, aber auch mit MAG Menschen und Arbeit in Kontakt, weil wir hier auch für Lehrstellen sehr offen sind. Was würden Sie jetzt sagen, sind bei Ihnen in der Firma die Learnings? Was würden Sie da anderen Unternehmen gerne mitgeben? Also aus meiner Sicht das Wichtigste ist tatsächlich, dass das Management, die oberste Führung, Eigentümer, Vorstand, haben wir auch schon gehört, committed ist. Also hier muss totale Überzeugung sein, dieses Thema voranzutreiben. Wir haben auch gelernt, dass es sinnvoll ist, wirklich in einer Pilotregion, so wie es bei uns ist, wir sind in ganz Österreich tätig, eine Pilotregion herauszufiltern, wo auch die Führungskräfte vor Ort überzeugt sind oder überzeugt werden müssen. Wir haben auch ähnlich wie BIPA eine Inklusionsbeauftragte, die so wirklich die Drehscheibe ist für sowohl unsere Führungskräfte vor Ort, aber auch das Management in der Firmenzentrale, aber auch für unsere Mitarbeiterinnen mit Behinderung, um hier wirklich auch sowohl im Recruiting, aber auch im Onboarding und dann im laufenden Arbeitsverhältnis hier wirklich Ansprechperson zu sein, wenn es auch Themen, Probleme und Herausforderungen gibt. Und wenn ich da noch ganz kurz ergänzen darf, ganz wichtig ist auch hier die Hilfe, die es durch unterschiedlichste Organisationen, wir haben heute schon einige gehört, das Nebenbetriebsservice, MAG, auch das wirklich in Anspruch zu nehmen, weil auch ich lerne nach wie vor täglich dazu und das sind auch ganz wichtige Organisationen, wo man als Unternehmen sehr, sehr stark profitieren kann. Es ist auch die Frage gekommen, ob man das Service der MAG auch als EPU in Anspruch nehmen kann. Ich würde sagen, das beantworten wir dann im Schlusspanel sehr gerne. Das ist sicher eine spannende Frage für viele Menschen. Frau Tröstl, was haben Sie denn bei Markers konkret gemacht? Was haben Sie da alles für Vorkehrungen treffen müssen oder getroffen, um eben Menschen mit Behinderung überhaupt aufnehmen und anstellen zu können? Also das Erste, was wir getan haben, war, dass ich eben eine Inklusionsbeauftragte aus der HR-Abteilung auch nominiert habe, die sich diesem Thema extrem intensiv gewidmet hat und nach wie vor tut. Wir haben dann aber auch parallel sowas wie eine Standortbestimmung einmal gemacht. Wo stehen wir denn tatsächlich zum Thema Barrierefreiheit, zum Thema Offenheit der Führungskräfte diesem Thema gegenüber? Was sind denn auch Vorbehalte nach wie vor? Weil wir haben natürlich in der Vergangenheit in dem Kontext nicht nur positive Erfahrungen gemacht. Wir haben auch versucht, mit
Mythen auszuräumen, das Thema Kündigungsfristen. Wir haben dann mit Organisationen, die uns hier auch sehr stark und intensiv begleitet haben, wirklich uns auch ein Ziel gesetzt. Der Herr Unier hat das am Anfang auch schon gesagt. Also mein Ziel war, in 2021 die Anzahl der Mitarbeiterinnen mit Behinderung zu verdoppeln und das in der Pilotregion, und das ist uns auch gelungen. Darauf bin ich auch wirklich sehr, sehr stolz. Die Pilotregion ist Niederösterreich. Wir sind aber jetzt mittlerweile auch beim Ausrollen, und auch wir sind nicht mehr in der Projektphase, sondern im Regelbetrieb. Und ein ganz wichtiges Thema ist, dass die Kommunikation, die Sensibilisierung und die laufende Schulung auch der Führungskräfte zu diesem Thema. Wir haben dann aber auch so Initiativen gestartet wie ein Inklusionsevent letztes Jahr in der Firmenzentrale. Wir haben auch versucht, nach außen hin das Zeichen zu setzen. Wir haben uns an Purple Light Up beteiligt. Also ein Paket aus Führungskräftearbeit, Kommunikation und wirklich auch Sensibilisierung auf allen Ebenen des Unternehmens. Ja, da hat sich einiges getan. Abschließend noch, welche persönlichen Erfahrungen haben Sie mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Ihnen im Unternehmen eben mit Behinderung gemacht? Also eine der für mich wirklich berührendsten oder schönsten Erlebnisse war tatsächlich das Inklusionsevent letztes Jahr, das wir im Oktober in der Firmenzentrale veranstaltet haben, wo wir mit MyAbility gemeinsam einen Workshop veranstaltet haben. Es sind 10 Mitarbeiterinnen aus ganz Österreich, die ganz unterschiedliche Behinderungen haben, zu uns in die Firmenzentrale gekommen. Und was mich da einfach so beeindruckt und auch berührt hat, war, mit welchem Stolz und den glänzenden Augen dieser Mitarbeiter, dass sie in die Firmenzentrale nach St. Pölten fahren dürfen. Das hat mich persönlich extrem berührt, weil ich glaube, das ist mitunter auch in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit ein bisschen verloren gegangen, so auch die Bodenhaftung, die Dankbarkeit, der Stolz, für ein Unternehmen zu arbeiten. Und auf der anderen Seite werden diese Menschen, Mitarbeiterinnen, ja nicht anders behandelt. Sie müssen täglich ihre Arbeit verrichten, sie müssen leisten. Sie werden dafür genauso fair entlohnt und bezahlt wie alle anderen. Und trotzdem sind sie ein Stück weit dankbar, ein Stück weit stolzer. Und das hat mich einfach auch persönlich sehr berührt. Schöne Erfahrung auf jeden Fall. Es ist jetzt noch eine Frage reingekommen, die ich Ihnen sehr gerne noch stellen würde. Haben Sie eigene Ziele auf Management-Ebene geknüpft an Bonuszahlungen zum Thema Diversity und Inklusion? Wir haben Ziele auf Management-Ebene definiert in diesem Kontext, aber haben diese nicht verknüpft mit Bonuszahlungen, weil wir das hier in einem Prämiensystem nicht sehen. Aber wir haben uns vorgenommen, in dem Thema Inklusion und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung wirklich in den nächsten 2 bis 4 Jahren die Anzahl auf knapp 100, oder also so zwischen 80 und 100 Menschen mit Behinderung österreichweit zu beschäftigen. Aktuell stehen wir bei 30. Ja, vielen Dank. Man kann sagen, es spricht für große Innovationskraft, wenn ein Unternehmen allen Menschen gleiche Chancen einräumt. Vielen Dank, Gerlinde Tröstl, und ganz liebe Grüße nach Bozen. Schönen Abend noch. Vielen herzlichen Dank, liebe Grüße nach Bozen. Ja, wow, da werden viele Erfahrungen geteilt, viel Wissen. Ich hoffe, es geht euch allen noch gut und auch Ihnen zu Hause. Es wird hier viel Wissen geteilt, damit wir Barrieren abbauen können und damit wir alle verstehen, dass jeder Mensch, egal ob er eine Behinderung hat oder eben nicht, die Berechtigung hat zu arbeiten und teilzuhaben und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Wir wollen jetzt übergehen in eine Diskussion, an der Sie zu Hause gerne weiterhin auch teilnehmen können. Sie können weiterhin gerne Ihre Fragen stellen, natürlich auch Sie hier im Saal. Und für diesen Part darf ich jetzt folgende Personen zu mir auf die Bühne bitten. Jetzt wird es, glaube ich, eng. Noch einmal darf ich den Herrn Landesrat Martin Eichtinger zu mir bitten. Vielen Dank. Applaus.
außerdem Johannes Denk von der Arbeiterkammer. Herzlich willkommen. Martin Ecker von der Wirtschaftskammer, bitte kommen Sie auch zu mir. Dann für die Industriellen Vereinigung Niederösterreich bitte ich Thomas Salzer herauszukommen. Auch Ihnen herzlich willkommen. Macht ein bisschen Platz. Sie können sehr gerne in der Mitte stehen bleiben. Herr Salzer, wenn Sie bitte zu mir herkommen. Es gibt immer ein Handmikrofon. Und ich bitte Sandra Kern vom AMS Niederösterreich, die Runde noch zu vervollständigen. Herzlich willkommen. Können auch gerne hier zu uns herkommen. Da gibt es noch dieses Mikrofon dann am Tisch. So, dann stelle ich mich dazwischen. Herr Landesrat, ich darf mit Ihnen beginnen. Wir haben jetzt sehr viel gehört. Was sind aus Ihrer Sicht jetzt so die Learnings? Was sollen sich die Leute damit nach Hause nehmen von allem? Sie haben da sehr viel mitgeschrieben, was ja, jetzt gesagt wurde. Ich habe unglaublich viel mitgeschrieben. Ich möchte am Anfang wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen dem Kommerzialrat Essl und Zero Project. Ich glaube, dass wir gerade heute den Beweis gesehen haben, wie großartig diese Unternehmensdialoge funktionieren, wie sehr sie Motivation bringen. Da ein ganz großes Dankeschön dem Andreas Onea. Ich glaube, dass wir alle am Ende seiner Ausführungen motiviert waren. Ich glaube, mehr an Motivation kann man nicht mehr bekommen als von ihm. Wir haben großartige Best Practices erlebt. Ich habe mir wirklich viel mitgeschrieben. Ich habe es in so ein paar Punkte gegliedert. Das eine natürlich die Frage, warum tut man das? Warum stellt man Menschen mit Behinderung an? Da kam sehr viel Fairness, soziale Verantwortung. Aber dann auch dieser Wunsch, dass man einerseits Sensibilitäten schafft und dass man Unsicherheiten überwindet, Vorurteile überwindet, das kommt immer mit. Und die Unternehmen, die das praktizieren, ich glaube, das ist sehr schön. Man sieht, dass alle mitspielen müssen, dass alle müssen im Boot sein, war ein ganz, ganz großes Thema. Ich glaube, das ist sehr, sehr entscheidend und sehr wichtig. Und dann haben wir diese vielen unglaublich schönen, positiven Bemerkungen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Behinderung gemacht. Teamgeist, Loyalität, keine wenig Krankenstände, Zusammenarbeit, große Talente, viel Motivation. Also man sieht, was diese Menschen für einen Betrieb wirklich alle mitbringen können. Also das hat mich unglaublich begeistert. Wichtig kam bei allen Projekten dieser ständige Austausch, der Dialog, das voneinander Lernen und das Erfahren, das Überwinden von Barrieren. Kommerzialrat Essl hat mir ins Ohr geflüstert bei der Firma Sonnentor, dass es auch so eine tolle Idee war, dass die Lieferanten aufgefordert haben, Menschen mit Behinderung anzustellen. Ich glaube, das ist auch ein schönes Beispiel, wie man da zu einer weiteren Verbreitung dieser Idee führen kann. Ich möchte noch eine kleine Lanze brechen für Menschen und Arbeit, für unsere Menschen und Arbeit GmbH und ein großes Dankeschön sagen den Partnern, den Sozialpartnern, dem AMS Niederösterreich, dem Sozialministerium Service. Ich glaube, dass wir ein gutes Netz in Niederösterreich aufgebaut haben, dass wir gute Rahmenbedingungen haben, dass wir auch Modelle haben, die, wie wir auch gesehen haben, funktionieren und dass ich persönlich natürlich jederzeit sehr gerne bereit bin, hier auch zur Seite zu stehen und das zu unterstützen. Wir haben ein unglaublich engagiertes Team bei der Menschen und Arbeit GmbH und an dieser Stelle auch dem Martin Ettling ein großes Dankeschön, weil ich auch unglaublich gern mit ihm zusammenarbeite und mit dem Team der Menschen und Arbeit GmbH, so wie er es gesagt hat, jeder Einzelne und jede Einzelne, die wir in eine lebenserfüllende Tätigkeit bringen, ist für uns ein ganz, ganz großer Erfolg. Dankeschön. Danke, Landesrat. Es ist jetzt auch ganz konkret an Sie eine Frage gleich reingekommen. Gibt es Pläne oder vielleicht schon Projekte im Land Niederösterreich zu den genannten Ansätzen? Ja, also unsere Menschen und Arbeit GmbH ist bei der Vermittlung, bei der Arbeitskräfteüberlassung, glaube ich, unglaublich kreativ, auch immer wieder auf der Suche nach Unternehmern, die hier bereit sind, auch über diese Schwelle drüber zu springen. Und ich glaube, dass man sagen kann, dass ihr in diesem Bereich auch wirklich also aufklärerisch tätig seid. Das zeichnet euch, glaube ich, sehr, sehr aus. Und dann ist es, glaube ich, wirklich dieses Best Practice, das Learning from the Best und auch das Gefühl, dass man bei anderen
daran sehen kann, wie gut das funktioniert. Und ich glaube, heute, was wir heute mitnehmen, ist eine unglaubliche Motivation. Und dafür noch einmal ein großes Dankeschön. Vielen Dank. Johannes Denk, wie steht denn die Arbeiterkammer zum Thema Beschäftigung von Menschen mit Behinderung? Welche Botschaften haben Sie auch an die Unternehmerinnen, die da heute zuhören? Die Botschaften, hören Sie mich. Also zunächst einmal eine Botschaft an unseren Herrn Präsidenten Markus Wieser. Er konnte leider nicht kommen, wäre gerne hier gewesen, weil ihm gerade die Menschen mit Behinderung ein großes Anliegen sind. Und ich glaube, es tut ihm wirklich leid, dass er nicht da ist. Sie müssen mit mir Vorlieb nehmen. Ich hoffe, ich kann ihn irgendwie vertreten. Was an unsere Botschaften? Also es ist schön, dass es so eine Veranstaltung gibt und ich bin ja fast fehl am Platz, weil ja alles wunderbare Best-Practice-Beispiele sind. Wir erleben es in der Praxis natürlich manchmal ein bisschen anders. Und so schön es ist, dass es diese Veranstaltung gibt, so sage ich, schwierig ist es natürlich, dass es im Jahr 2022 noch immer notwendig ist, dass man Inklusion nicht durchgehend lebt, aber das ist so in allen Bereichen so. Wir haben ja den Artikel 7 unserer Bundesverfassung von 1997, wo quasi niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Wir haben das Behinderteneinstellungsgesetz, das Behindertengleichstellungsgesetz, Sie wissen es alles, brauche ich jetzt nicht lange zelebrieren. Wir haben 2008 die UN-Konvention unterzeichnet, dass über die Rechte von Menschen mit Behinderungen mit dem Recht auf Arbeit ganz speziell. Also Regelwerk haben wir genug, wir haben genug Theorie, in der Praxis hapert es oft. Die Frau Tröstl hat es schon angesprochen, wir haben ja Dinge wie Mythen des Kündigungsschutzes, den es vor 45 Jahren gab, seit 2011, also mittlerweile mehr als 10 Jahre aufgeweicht wurde, dass man quasi so eine Cooldown-Phase von 4 Jahren hat, dann greift er es, das brauche ich dem Publikum dann nicht erklären, hat jetzt nicht diesen gewünschten Beschäftigungserfolg quasi mit sich gebracht, aber es ist ein Mythos und man braucht da keine Angst haben. Also es gibt da Möglichkeiten. Der Herr Widi, glaube ich, ist halt nicht da der hätte es bestätigen können. Wir haben ja auch viele Menschen, die zu uns kommen aus dem geschützten Bereich, wo Dienstverhältnisse aufgelöst werden. Zu 80% wird einvernehmlich aufgelöst und aktuell ist es so beim im Jahr 2020 beim Sozialministerium Service von den 30 Fällen, die dort waren, sind 25 einvernehmlich aufgelöst worden, die anderen 5 quasi wurde der Kündigung zugestimmt. Das heißt, auch hier besteht jetzt nicht die große Gefahr für Unternehmen, dass sie, ich sage jetzt einmal, landläufig gesagt, Menschen mit Behinderung, die vielleicht den Erwartungen nicht entsprechen, nicht loswerden. Also da braucht man sich keine Angst oder gibt es keine Ängste. Wir haben natürlich 2 Dinge und ich bin jetzt so ein bisschen auch schon Provokateur natürlich bei so einer Veranstaltung. Es gibt natürlich, wie sie auch die Frau Tröstl schon gesagt hat, sowas wie Beschäftigungspflicht für Unternehmen. Sind in Österreich, wenn ich es richtig weiß, so knapp 10% der Unternehmen in ganz Österreich unterliegen dieser Pflicht, also 90% nicht. Und von diesen 10% haben 20% diese Quote erfüllt. Also wir gehören dazu, da müssen wir mit gutem Beispiel vorausgehen. Aber es gibt da noch viel Aufholbedarf und natürlich eine Überlegung von uns, vielleicht kann man in dem Bereich eine Beschäftigungspflicht ein bisschen ausweiten. Die andere Sache ist, wie es die Frau Tröstl auch schon gesagt hat, man kann sich ja, entschuldigen Sie mir den Ausdruck, wenn ich das sage, freikaufen. Also es gibt ja die Ausgleichstaxe, man bezahlt, das ist unserer Meinung relativ wenig. Da könnte ich jetzt auch provokativ sagen, die könnte man erhöhen, vielleicht bis in Höhe des Kollektivvertrags vom jeweiligen Unternehmen, weg von den 276 Euro bis maximal 400 Euro. Und das wäre vielleicht auch eine Motivation. Das klingt aber jetzt alles nach Strafe und Zwang und wir haben in dem Bereich sowieso Einstellungspflicht, Ausgleichstaxe, also das Vokabular, das mir eigentlich nicht gefällt. Und in Wahrheit sollte es einfach so sein, und das ist jetzt auch die Message, dass man, was man hier gehört hat, als Unternehmen zugeht auf die Menschen, sagt, Inklusion ist wichtig. Ich habe selber einen Mitarbeiter, der schwer hörbehindert ist, der ist eine, wie soll ich sagen, eine Bereicherung fürs ganze Team. Erstens, weil man mit ihm mitlernt, zweitens, weil er toller Mensch ist und drittens auch mehr als die geforderte Leistung erbringt. Und ich glaube,
Es ist Zeit, dass man einfach Menschen mit Behinderung vorbehaltslos beschäftigt und sieht, dass es für das ganze Unternehmen eine Bereicherung ist. Vielen Dank. Ja. Martin Ecker, wie steht die Wirtschaftskammer zum Thema Beschäftigung von Menschen mit Behinderung und was möchten Sie gern den Unternehmerinnen und Unternehmern da heute mitgeben? Ja, Dankeschön. Unser Grundsatz ist, gleiche Chancen für alle Bewerberinnen und Bewerber. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Es gibt dafür auch eine Reihe von guten Gründen. Einer der Gründe ist also die derzeitige Arbeitsmarktsituation. Alleine, es ist zwar nüchterne Zahlen, aber trotzdem natürlich wesentlich. Wir haben also jetzt einen Beschäftigten Zahlen, die so hoch sind wie vor der Corona-Krise. Wir haben ja überlappende Krisen. Wir haben gemeldete offene Stellen, unbesetzte offene Stellen, die so hoch sind wie vor der Krisensituation. Wir haben umgekehrt eine Arbeitslosenquote, die so nieder ist wie seit 2008 nicht mehr. Wir haben in Niederösterreich auch eine signifikant sinkende Zahl an Langzeitbeschäftigungslosen. Das bedeutet also alles zusammen, dass das Arbeitskräftepotenzial kleiner wird. Und in einer solchen Situation, alleine schon aus diesem Grund, zahlt es sich natürlich aus, seinen Fokus in der Personalsuche einmal auf vielleicht auch auf Personengruppen zu richten, die bisher nicht so im Mittelpunkt des Recruitings standen. Wir haben Behinderte, wir haben ältere Arbeiter, da gibt es also eine Reihe von Personengruppen, die man so im Jargon des Arbeitsmarktservice sagt, das sind am Arbeitsmarkt benachteiligte Gruppen. Und ich glaube, es zahlt sich hier tatsächlich aus, diese mehr in den Fokus des Recruitings zu stellen. Es gibt eine Studie der KMU-Forschung Austria für Niederösterreich, die also besagt, dass ungefähr 63% der Unternehmen, die Personal suchen, diese offenen Stellen nicht langfristig besetzen können. Das heißt, also in Zahlen ausgedrückt, wären das in Niederösterreich rund 45.000 offene Stellen, die nicht längerfristig besetzt werden können. Also man sieht, das ist doch eine erhebliche Zahl und die Situation am Arbeitsmarkt ist durchaus dramatisch. Ja, aus Sicht der Wirtschaftskammer natürlich müssen wir auch dafür sorgen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Beschäftigung von Behinderten passen, stimmen. Da hat mein Kollege von der Arbeiterkammer ja schon ein paar Punkte angeschnitten. Sie werden jetzt nicht überrascht sein, dass wir in dem einen oder anderen Punkt jetzt nicht ganz derselben Meinung sind. Aber grundsätzlich natürlich ist das Behinderteneinstellungsgesetz das den Rahmen vorgibt. Es ist angesprochen worden, die Beschäftigungspflicht vor mit Pflichtzahlen, wie viel behinderte Personen also beschäftigt werden müssen. Das alles ist also abgesichert durch eine Ausgleichstaxe. Die Zahlen sind genannt, die können also bis zu 411 Euro für größere Betriebe, die also die Pflichtzahl nicht erfüllen, gehen. Wir sind umgekehrt der Meinung, dass das durchaus eine erhebliche Summe ist und es hat also vorhin schon die Dame von der Firma Markasse angesprochen, dass also hier auch aus unternehmerischer Sicht das durchaus also ein Betrag ist, der nicht zu vernachlässigen ist. Umgekehrt allerdings, und das muss man auch sagen, gibt es Prämien für die Übererfüllung der Beschäftigungspflicht und es gibt ganz wichtig aus unserer Sicht natürlich eine Vielzahl von Förderungen. Ich nehme an, die werden also angesprochen worden sein. Es gibt Lohnkostenzuschüsse, es gibt investigative Förderungen, Investitionsförderungen, wenn man also Arbeitsplätze adaptieren muss und so weiter. All das also läuft im Wesentlichen dann beim Sozialministerium Service zusammen. Es gibt ein umfassendes Diskriminierungsverbot behinderter Arbeitnehmer. Das geht also von der Begründung des Arbeitsverhältnisses über die Entlohnung. Auch das ist schon angesprochen worden, halt bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Und es gibt den ja auch teilweise mit Mythen umrankten, das kann schon sein, Bestandsschutz des Arbeitsverhältnisses. Auch das muss man also ansprechen. Wir haben allerdings seit dem Jahr 2011, mein Kollege hat schon gesagt, jetzt die Regelung im Behinderteneinstellungsgesetz, also in den ersten 4 Jahren des Dienstverhältnisses keine Zustimmung und kein besonderer Kündigungsschutz besteht. Das heißt, 4 Jahre sind tatsächlich, glaube ich, eine Zeit, wo man sich kennenlernt und also dann den Arbeitnehmer durchaus schon gut
einstellen kann. Ein bisschen anders ist beim Bestandsschutz, wenn während des aufrechten Arbeitsverhältnisses eine Behinderung erst festgestellt wird, dann gilt der Bestandsschutz sofort, es sei denn, das Dienstverhältnis hat noch keine 6 Monate gedauert. Ja, abschließend muss ich sagen, aus Sicht der Wirtschaftskammer ist also die Inklusion von behinderten Personen in den Arbeitsmarkt ein ganz wichtiges Thema und auch ein wichtiges Anliegen. Es gibt auch eine Reihe von Initiativen, die wir auch mit Sozialpartnern und dem Sozialministerium gemeinsam gesetzt haben. Wir sind überzeugt, dass die Beschäftigung Behinderter aufgrund der Leistungen und der Einsatzbereitschaft, die sie erbringen, eine Bereicherung für die Unternehmen ist. Dazu gibt es also eine Reihe von positiven Beispielen. Wir haben sie heute also so einige gehört. Und ich möchte also jetzt noch verweisen kurz auf die Homepage-Plattform www.arbeit und Behinderung. Da finden Sie dann eine ganze Anzahl und eine ganze Reihe weiterer Best-Practice-Beispiele dazu. Vielen Dank. Ich habe am Ende dann noch eine Frage an Sie, die da gestellt wurde. Herr Salzer, Sie sind nicht nur Präsident der Industriellen Vereinigung, Sie leiten auch selber ein Unternehmen, in dem Sie Menschen mit Behinderung anstellen. Was sind da Ihre Erfahrungen und was geben Sie den Unternehmen da heute gern mit? Also ganz ehrlich, erstens einmal, die Erfahrungen sind viel zu wenige. Wir haben zum Unternehmen Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Wir haben aber auch als Betrieb überhaupt erst lernen müssen, das ist jetzt ein Prozess, den ich seit 20 Jahren im Betrieb erlebe, dass wir überhaupt verhindern, dass Menschen in Behinderung kommen. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo es relativ üblich war, dass in der Industrie, gerade in der Papierindustrie, es schwere Arbeitsunfälle gab und leider viele Menschen daraus aus dem Erwerbsleben gegangen sind. Das ist heute mittlerweile ziemlich anders. Die Zahl der schweren Arbeitsunfälle ist eigentlich gegen null gegangen. Und die Unfälle, die es noch gibt, sind geringfügig. Aufgrund der Art und Weise, wie wir in den Betrieben arbeiten, in den Industriebetrieben, hat es keine lange Tradition, dass wir vor allem in den Produktionsbereichen Menschen mit Behinderung beschäftigen. In den Bürobereichen ist das teilweise anders. Das hat sich in den letzten Jahren auch geändert und wir versuchen immer mehr Menschen auch zu inkludieren, inklusiv im Betrieb zu haben. Aber das ist nicht immer ganz einfach. Ja? Und ich will jetzt hier nicht so tun, als ob das alles ganz selbstverständlich und einfach ist. Ich glaube auch, wir sehen hier die Spitze des Eisberges der Unternehmen, die vorbildlich agieren. Es gibt ganz viele, die auch viel tun, aber das nicht immer vor den Vorhang kehren. Das, was mir in der Diskussion oft fehlt, ist, dass wir in Österreich halt immer noch dazu neigen, viele Menschen mit Behinderung relativ früh schon im Schulsystem in eine eigene Schiene zu lenken, dass die nicht in die regulären Schulen gehen und viele von uns daher überhaupt nicht gewohnt sind, den Umgang mit Menschen mit Behinderung. Jetzt, 2 Seelen wohnen auch in meiner Brust. Ich weiß, das ist in anderen Ländern ganz anders. Ja. Eine Freundin von mir mit einem schwerbehinderten Kind sagt immer, das Schönste ist Urlaub in den USA, weil da ist alles selbstverständlich, da funktioniert alles. Du bekommst in jedem Restaurant einen Tisch. Du hast nie ein Problem, über die Straße zu gehen. Das ist in Österreich alles anders. Andererseits kenne ich wieder Leute, die in das, was man früher Sonderschule genannt hat, unterrichten und sagen, es ist für die Kinder viel besser, man kann sie viel besser entwickeln. Ich glaube dennoch, wenn wir wirklich Inklusion in Österreich ernst meinen, dann muss man hier viel stärker ansetzen, dass die gesamte Bevölkerung gewohnt ist, mit dem Prozentsatz an Menschen mit besonderen Bedürfnissen enger zusammenzuleben im täglichen Leben. Und dann kommt alles andere von selbst. Und da brauchen wir keine großen gesetzlichen Vorschriften, da brauchen wir keine besonderen Strafen dafür, wenn man das nicht tut, sondern geht das von selbst. Und da müssen wir als Gesellschaft eigentlich hinkommen. Frau Kern, wie kann das AMS-Unternehmen, die Menschen mit Behinderung anstellen wollen, wie kann da das AMS konkret unterstützen? Ja, vielen Dank und Gratulation zu der Möglichkeit von heute für die Bewusstseinsbildung und auch für den Erfahrungsaustausch. Was können wir vom AMS Niederösterreich beitragen? Zum einen natürlich finanzielle Unterstützung in den unterschiedlichsten Bereichen mit den unterschiedlichsten Partnern. Das sind jetzt Eingliederungsbeihilfen direkt an den Unternehmen. Das sind Projekte wie Null Handicap. Das können Beratungsleistungen sein, wie den Qualifizierungsverbund, den wir heute schon gehört haben. Also das ist die eine Seite.
Aber noch viel wichtiger ist, glaube ich, das ist so diese Plattform zu sein oder diese Drehscheibe, um sowohl Arbeitssuchende mit Behinderung, aber auch Unternehmen in der Beratung und in der Information zu unterstützen. Ich sage ein Beispiel. Also wir haben zum einen ganz tolle, kompetente Mitarbeiterinnen im Beraterinnenbereich für Menschen mit Behinderung. In meinem privaten Umfeld ist ein Herr an mich herangetreten und hat gesagt, ein Bekannter von ihm hat eine Tochter mit einer Behinderung und er macht sich Sorgen. Er ist jetzt schon im fortgeschrittenen Alter, was wird aus der einmal werden? Und mein Bekannter hat ihm seinen Bekannten gesagt, na, also hat sie einen Job? Und der Vater hat gesagt, nein, sie hat 60% Behinderung. Und der Bekannte hat mir dann angerufen und hat gesagt, also wie schaut denn das aus? Könnte die arbeiten? Und ich habe gesagt, na, ich gehe einmal davon aus, aber ich habe viel, viel kompetentere Mitarbeiterin, als ich selber bin. Das heißt, wir haben sie zum AMS eingeladen, zu einem Beratungstermin. Der Vater hat mir nachher erzählt, sie war durchaus skeptisch und unsicher. Und er hat mich nachher angerufen und hat gesagt, er ist so begeistert, weil die junge Dame ist super motiviert und sie freut sich total und sie hat das Selbstbewusstsein und die Motivation, dass sie das jetzt angeht, dass sie zuerst einmal eine Ausbildung macht und dann sich auch zutraut, sich für einen Job zu bewerben. Das heißt, das ist die eine Seite, die ich für ganz wichtig halte, das ist die Motivation und also bis das Selbstwert der Menschen zu stärken. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch in jeder unserer 22 Geschäftsstellen einen Bereich, den nennen wir Service für Unternehmen, wo es darum geht, Unternehmen zu beraten, wie sie Mitarbeiter rekruten. Und da ist natürlich auch ein ganz wichtiger Job von uns, Bewusstsein zu schaffen. Und das ist heute schon ganz oft genannt worden, diese Möglichkeiten auch als Chance zu sehen und das als positiv zu sehen. Und diesen Bereich, den man oft ausblendet, dass wir den ins Unternehmen einmal so mit der ersten Idee hineintragen und dann unsere ganzen Partnerorganisationen, die sich heute präsentiert haben und die da die Kompetenz haben, diese Unternehmen dann auch begleiten. Das heißt, es geht uns darum, in beiden Bereichen Bewusstsein zu schaffen und auch dann, wenn Arbeitnehmerinnen in ein Unternehmen eintreten, sie auch dann noch zu begleiten. Auch das haben wir heute gehört, da gibt es ganz viele Unsicherheiten auch von Führungskräften und natürlich auch von den Arbeitnehmerinnen. Das heißt, da dann auch noch dabei zu sein und zu begleiten, ob das jetzt Arbeitsassistent ist oder Jobcoaching oder viele andere Beratungseinrichtungen, das ist uns sehr, sehr wichtig. Und alles Positive, was wir heute gehört haben, und ich nehme das jetzt als Auftrag für uns alle, das jeden Tag weiterzutragen und die Menschen dafür zu begeistern, beide Seiten den tollen Benefit dabei zu sehen. Vielen, vielen Dank auch Ihnen. Danke Ihnen allen. Das waren sehr wertvolle Inputs. Vielen Dank Ihnen allen. Sie dürfen sich gerne noch einmal setzen. Ich weiß, wir haben schon ein bisschen Überzug, aber wenn so viel Spannendes passiert und so viel spannender Input geboten wird, dann darf es vielleicht einmal ein bisschen länger gehen. Es gibt Hilfe, es gibt Unterstützung für Firmen, die offen sind für alle Menschen. Und da möchte ich jetzt abschließend noch die Verantwortliche für die Zero Project Unternehmensdialoge zu mir bitten, Karin Pranis-Kastner. Danke fürs Kommen. Liebe Karin, 35 Unternehmensdialoge haben jetzt schon in allen Bundesländern bisher stattgefunden. Jetzt sind wir heute in St. Pölten in Niederösterreich. Was nehmen denn Sie aus dieser Veranstaltung heute mit? Ja, vielen Dank von meiner Seite auch. Ich stelle mich hier zum Mikrofon. Danke, wir haben ganz spannende Themen gehört, jetzt auch im letzten Panel. Danke, Herr Präsident Salzer, für die Aufforderung, sozusagen das selbstverständliche Inklusion von klein auf. Zero Project bedeutet eine Welt ohne Barrieren, die sich aber irgendwann einmal dieses Projekt beendet sein sollte. Und Zero Project wird es nicht brauchen, wenn Unternehmer und Unternehmerinnen selbstverständlich Menschen mit Behinderungen mit allen Stärken, aber auch Schwächen natürlich, wie wir alle haben, gesehen werden würden. Ich würde sagen, heute haben wir ganz, ganz tolle Best Practices gehabt. Vielen Dank für diese vier Firmen, die sich hier präsentiert haben. Wir haben ja, wie eingangs schon erwähnt, über 150 Beispiele schon gehabt der erfolgreichen Inklusion von Mitarbeiterinnen mit Behinderungen in Unternehmen. Wir haben aber auch zu diesen sehr erfolgreichen Beispielen gesehen, welche tollen Unterstützungsleistungen es gibt. Und da möchte ich noch einmal die MAG, die BAB Unternehmensberatung, aber auch vor allem die MAG, habe ich schon gesagt, und das NEBA Betriebsservice erwähnen. Liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer,
bitte nehmt diese Services in Anspruch. Ich möchte vielleicht da noch einmal betonen, dass das kostenfrei für Sie ist. Das heißt, Sie können diese Leistungen, die von der öffentlichen Hand finanziert werden, kostenfrei in Anspruch nehmen. Und Sie haben von den Unternehmen hier gehört, wie erfolgreich diese Kooperation war. Vielleicht abschließend noch, 94% der Unternehmerinnen und Unternehmen lassen sich von anderen Unternehmen inspirieren, Mitarbeiter mit Behinderung anzustellen. Und das haben wir heute auch schön gesehen, dass es für Unternehmen, die sich diesem Thema noch nicht angenommen haben, noch nicht gewidmet haben, von anderen Unternehmen inspirieren lassen, auch es zu versuchen, Mitarbeiterinnen mit Behinderung in das Unternehmen zu inkludieren. Und das ist hier vielleicht noch mein Appell. Lassen Sie sich inspirieren. Vielen Dank für die Teilnahme. Probieren Sie es, versuchen Sie es, nehmen Sie Unterstützungsleistungen in Anspruch und Sie werden sehen, dass es eine doppelte Win-Win-Situation ist. Der Gewinn ist für Sie als Unternehmer, für Sie und Ihre Mitarbeiterinnen, dann natürlich für die Mitarbeiter mit Behinderung und nicht zuletzt für uns als gesamte Gesellschaft. Dankeschön. Vielen Dank. Es sind noch ein paar Fragen offen geblieben. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder die andere noch etwas wissen möchte. Wo kann man sich denn da noch hinwenden? Sehr gerne. Sie haben ja einen Livestream gehabt, da sind Sie direkt auf unserer Homepage, Zero Project. Sollten Sie Fragen haben, vielleicht können wir noch die nächste Folie einspielen, Isabella. Sollten Sie Fragen haben, sehen Sie hier alle Verantwortlichen der Unternehmen, die sich heute auch präsentiert haben. Aber über unsere Homepage, Zero Project, bekommen Sie alle weiteren Informationen. Wir leiten die Informationen gerne weiter. Danke sehr. Es war noch eine Frage an das MAG gerichtet, zwecks EPUs. Vielleicht könnt ihr das dann direkt klären im Nachhinein. Ja, ja ist die Antwort. Okay, man kann das Service auch als EPU in Anspruch nehmen. Ja, gut, danke. Na gut, dann sind wir schon am Ende unserer Veranstaltung angekommen. Ich darf mich jetzt im Namen aller Veranstalterinnen und Veranstalter ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, bei Ihnen hier und natürlich auch bei Ihnen zu Hause. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, für Ihre Offenheit, für all Ihre Geschichten, die wir heute gehört haben, für die Erlebnisse und auch für Ihren Mut, voranzugehen. Da darf ich mich ganz herzlich dafür bedanken. Ich hoffe sehr, dass heute viele Barrieren abgebaut werden konnten und dass es in Zukunft noch mehr Firmen in unserem Land gibt, die sich trauen. Zero Project, wir haben es gehört, das heißt so, weil es das Projekt irgendwann nicht mehr geben soll. Null Barrieren für Menschen mit Behinderungen, das ist das große Ziel. Wir hören jetzt zum Abschluss noch die Zero Project Hymne, mir zieht jetzt schon die Gänsehaut auf. Die ist von Menschen aus unterschiedlichen Ländern gebärdet worden und wirklich sehr bewegend. Und im Nachhinein, also nach dieser Hymne, wird dann auch der Livestream abgeschaltet. Also darf ich mich jetzt schon an dieser Stelle von Ihnen zu Hause ganz herzlich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend zu Ihnen. If you see me, take me just the way I am. We could change the world because we understand. If we both are part of the same society, I could be me. Dignity of man.
see.